Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass auch der Kai es hierher gefunden hat. Nach kleinen Umwegen. Aber Umwege sind ja nicht immer das Schlechteste. Da lernt man manchmal Sachen kennen, die man noch gar nicht, die einem später weiterhelfen. Ich möchte jetzt erst ganz in eigener Sache was sagen. Und zwar im Blick auf den letzten Vortrag, der hier war. Das letzte Mal war der Ingmar Vetter hier. Und Ingmar Vetter hat darüber gesprochen, dass die Gerichte nicht frei sind, sondern dass durch die Gerichtspräsidenten, die selbst weisungsgebunden sind, werden die Karrieren der Richter auf- und abwärts geschaltet. Das heißt, ein Richter kann zwar frei entscheiden, aber wenn er frei entscheidet, kann er das große Pech haben, dass seine Karriere damit beendet ist, weil die Gewaltenteilung nicht stattgefunden hat. Das hat er das letzte Mal sehr sauber dargestellt. Wir haben jetzt einen Fall, wo man es sieht, was das heißt. Wer jetzt in der Presse aufmerksam war, hat vielleicht gesehen, dass gleich vorgestern die Richtervorlage, der Antrag auf Richtervorlage, den wir hergestellt haben, in Gotha von einem Richter genommen worden ist. Und der Richter hat öffentlich bekannt gegeben, das ist inzwischen riesig in der gesamten Presse, dass er die Verfassungswidrigkeit von Hartz IV auf Grundlage dieses Gutachtens gewissermaßen nach Karlsruhe weiterreicht. Damit ist das, was ich hier mit 10 Prozessen inzwischen nebeneinander versucht habe, hier hat kein Richter reagiert, aber dort schon. Und jetzt muss man es einfach mal sagen, also damit ist wirklich eine Barriere gebrochen. In der Presse steht überall Hartz IV vielleicht verfassungswidrig, weil wenn ein Richter sowas sagt, ein Sozialrichter, und das ist ein Mann von Format, das kann ich auch gleich erzählen, dann hat das natürlich eine andere Bedeutung, wie wenn so ein kleiner Hansel das hier erzählt. So. Aber es ist unsere Vorlage, die da genommen wurde und da ist ein Hartz IV dort gewesen und ich habe ja immer gesagt, nehmt das Ding, ihr könnt nicht verlieren. Ne? Und hat das wirklich zu einer Rechtsanwältin gebracht und die Rechtsanwältin hat gesagt, na endlich kommt mal einer mit dem Ding, ich warte schon die ganze Zeit darauf. Das ist wirklich interessant und hat es dann wurde es ans Gericht und ist tatsächlich angenommen worden. Der Richter hat ein Kammergerichtsurteil Kammergerichtssitzung gemacht mit anderen Richtern noch. Ich nehme an, der kriegt jetzt freigestellt, der muss jetzt für die anderen Sachen nicht mehr frei sein, tätig sein. So kann man sich das ungefähr vorstellen und hat jetzt ein großes wissenschaftliches Problem, dass die Sache durchzuarbeiten und nach Karlsruhe zu bringen. So. Ob das angenommen wird in Karlsruhe? Man kann von Karlsruhe aus jeden Prozess ohne Angabe von Gründen zurückgeben. Ist eine weitere Frage. Ob es positiv beschieden wird oder negativ, ist eine weitere Frage. Also sind viele Fragen offen. Politisch ist es sehr interessant, dass es in Thüringen, hat im Moment eine linke Regierung, Ramelow. Die linke Regierung in Thüringen hat von sich aus, vom Land aus schon unternommen, die sind daran, eine Normenkontrollklage zu machen über die Hartz-IV-Sanktionen. Das heißt, dort ist tatsächlich ein Klima, dass ein Richter sich das leisten kann. Mein Wort war ja immer, man bräuchte einen Richter, der wirklich einen Arsch in der Hose hat. Ne? Aber wenn natürlich das Klima, das politische Klima das ermöglicht, dann geht es auch anders. Und der Richter selber ist der stellvertretende Vorsitzende des Sozialgerichtes in Gotha. Das heißt also, da ist das ganze Sozialgericht steht dahinter und ist selber Mitglied des Bundestages gewesen für die Linke. Also der ist auch Politiker nebenbei, politisch sehr aktiv in Thüringen bis 2013, also von 2009 bis 2013. So, aber da ist natürlich ein starker Rückhalt von der Linken. Man könnte fast sagen, es wird ein politischer Prozess und es wäre traurig, wenn die Menschenrechtsfrage dabei untergeht. Das werden wir mal sehen. Aber so also das ist jetzt passiert. So. Womit man aber deutlich sieht, es gibt keinen echten Rechtsweg, sondern sobald es interessant wird, werden die Sachen politisch ergriffen oder liegen gelassen. Also bei mir liegen jetzt 10 Prozesse parallel und werden einfach nicht bearbeitet mit dem genau demselben Thema, weil es gibt keinen echten Rechtsweg. Sondern es gibt nur, die Richter richten sich
nach der politischen Wind. So, das ist, das habe ich erzählt jetzt mit Rückblick auf den Vortrag vom letzten Mal. Jetzt zum heutigen Abend. Also ich freue mich, dass wir alle da sind. Es geht ja hier eigentlich um Verfassungsfragen. Der Kai Ehlers, ich habe ihn einmal in Stuttgart sprechen gehört. Da haben wir uns das erste Mal gesehen und aufgefallen war mir eine total ruhige, konzentrierte und absolut wichtige also Art zu sprechen und absolut wichtige Sachen, die könnte ich jetzt noch fast alle wiederholen. Also so eindringlich war das und so auf der einen Seite einfach, eindringlich und treffend. So habe ich es damals erlebt. Ja, so. Das ist die Geschichte. Er, Kai Ehlers selber ist freischaffender Autor von Büchern und freischaffender auch Wissenschaftler, also kann man das so sagen? Also der Forscher. Forscher, genau, sowas. Sehr viel im Osten unterwegs, Russland, Ukraine und so weiter und so fort, das wird er wahrscheinlich schon selber genauer erzählen. Er hat selber eine Begegnungsstätte oder eine Tagungsstätte, in der dann auch Gespräche und sowas zu sozialen, hauptsächlich zu sozialen Fragen, du musst mich sofort korrigieren, wenn ich falsch rede, passieren, so in der Art. Ja, und jetzt freue ich mich total, dass du da bist. Das Thema heißt globaler Maidan. Das ist also, es dreht sich in der Ukraine nicht um einen lokalen, um ein lokales Ereignis, sondern an dem lokalen Ereignis wird etwas sichtbar, was allgemeines Problem ist. Und überall, wir machen, und ich danke jetzt sehr, dass du sprichst und lebt ja schon frei. Vielen Dank. Ja, ich habe da nicht viel zu ergänzen. Nur vielleicht eine Kleinigkeit, die Art, wie ich arbeite, gearbeitet habe, die letzten 25 Jahre, vor dem Hintergrund einer langen linken Geschichte hier im Lande, in der BRD damals, lässt sich mit wenigen Sätzen skizzieren, ist aber wichtig. Ich arbeite recherchierend durchs private Netz, reisend in der ehemaligen Sowjetunion, Russland, dann Mongolei, auch China. Und auf diese Weise komme ich zu Informationen, die normalerweise Korrespondenten oder Journalisten, die einfach dort stationiert sind, gar nicht wahrnehmen, nicht bekommen. Das heißt, ich gehe durch die konkreten Verhältnisse, durchs Netz. Und so habe ich im Laufe der Jahre meine Informationen gesammelt im Lande und dann analysiert und selbstverständlich von links nach rechts und von oben nach unten die Ohren aufgesperrt. Da gab es keine Tabus. Ja, und nun bin ich in die etwas schwierige Situation geraten, vor dem Hintergrund, dass ich mich nun seit Jahren damit beschäftige, was in der Nach-Sowjetunion, in der nach-sowjetischen Geschichte geschieht. Auf einmal mitten in dem Konflikt mit und um die Ukraine zu stehen. Und da gefordert zu sein, darüber Auskunft zu geben, was mich in den letzten anderthalb Jahren oder im letzten Jahr erheblich belastet hat. Und mir erhebliche Aufgaben also aufgeheizt hat. Aber gut, es ist halt so und dem muss man dann eben auch nachkommen. Das Thema oder dieses Problem geht ja nicht an uns vorbei. Und es ist auch noch nicht zu Ende. Obwohl es im Moment ruhig zu sein scheint, geht die ganze Geschichte eigentlich jetzt richtig los. Aber das werde ich jetzt im Rahmen meines Vortrages hier vortragen. Ganz kurz zur Abstimmung. Ich denke, ich muss ein paar Dinge erzählen, damit das ganze Problem fassbar wird, um das es mir hier geht, was ich hier darstellen möchte. Ich möchte euch aber auch nicht nur anderthalb Stunden einfach nur frontal hier begöschen. Das heißt, ich werde versuchen, mich auf eine Dreiviertelstunde zu halten, damit Platz bleibt, andere Dinge dann in der Diskussion weiter zu verfolgen. Ist das in Ordnung? Ja. Vielleicht können wir dann ja eine kurze Pause machen. Ja. Draußen steht auch was zu trinken und dann geht es weiter. Dabei ist klar, dass ich verschiedene Sachen, ich kann das hier nicht das ganze Gebiet, um das es hier geht, globaler Maidan, Ukraine und jetzt konkrete Anwendung hier bei uns in Deutschland, also in aller Fülle ausbreiten selbstverständlich, sondern ich gebe euch selbstverständlich das, was ich für die wesentlichen Dinge halte, die Skizze, einen Rahmen gewissermaßen, in denen dann also die Einzelheiten reingehängt werden können, sei es heute Abend, sei es also später. Auf dem Weg hierher, ich komme aus Hamburg, bin mit dem Pkw gekommen, weil ich meinen Koffer nicht alleine schleppen wollte.
habe ich natürlich das Radio angehabt. Und was habe ich gehört? Heute, Herr Stoltenberg tritt in den USA auf und erklärt, dass Russland mit Atombomben droht. Ach, ja. Und die FIFA bricht auseinander. Warum? Weil Putin vor 4 Jahren die Kollegen alle bestochen hat. Wer ist schuld? Putin ist schuld. Das ist die Situation, die wir generell gegenwärtig haben, egal was passiert. Das nur mal kurz vorweg, nicht? Sozusagen als Einstimmung. Ja, ihr habt hier als Thema von der Würde zum Widerstand. Ja, habe ich gelesen mit großer Freude. Auswürde, okay. Kampf um existenzielle Menschenrechte, so als Leitidee, als Leitthema. Ja, das ist dann eine gute Frage. Wir haben ja eine wunderbare Verfassung. Und die Frage ist, leben wir nach dieser Verfassung oder leben wir nicht nach dieser Verfassung? Kurz gesagt, ich will euch jetzt keine Skizze der ganzen Bedrohungssituation machen. Ich darf davon ausgehen, dass jeder und jede von euch das tagtäglich auch wahrnimmt, in welcher Krise wir uns eigentlich befinden. Und möchte mich deshalb auf die Fragen konzentrieren, was das eigentlich bedeutet. Also wie gehen wir damit um? Das Wie. Und da ist die kurz zu skizzieren, machen wir Gegenpropaganda? Sicher, wir machen Gegenpropaganda oder Gegenaufklärung. Nicht? Wir orientieren uns auf die Grundrechte, wir verteidigen die Grundrechte, jawohl, das machen wir. Wir verteidigen auch die Menschenrechte, auch das finde ich wichtig. Und wir revoltieren, das ist auch wichtig, hier revoltieren wir und in anderen Ländern revoltieren wir, diejenigen, die also irgendwie begreifen, worum es geht oder sich bedrückt fühlen. Und manche sind sogar dabei, die machen schon für den Day After Programme, nicht? Und Visionen, entwickeln Visionen, das ist alles in Ordnung. Also ich möchte das vorausschicken, dass ich das wichtig finde. Gleichzeitig kann man aber auch feststellen, dass trotz all der vielen Aktivitäten und der vielen Initiativen, die in unserem Land von vielen Menschen ergriffen werden, wir alle jeweils ziemlich einzeln dastehen. Das ist mein Problem, was ich sehe, auch in meinen eigenen Aktivitäten, da wo ich engagiert bin. Da sind wir ein paar Hanseln. Und der große Strom, ja, wo ist der große Strom? Und wo stehen wir da in dem großen Strom? Das ist so die Frage, mit der ich mich heute Abend hier beschäftigen möchte und euch dazu das sagen möchte, was ich für das Wesentliche halte. Die Charakteristik, die charakteristischen Elemente unserer Krise, die man meiner Meinung nach wissen oder untersuchen oder erstmal anschauen muss, um dann im Detail irgendwie zu sehen, wie werde ich tätig. Und ich sage auch dazu, weil ich im letzten Jahr, anderthalb Jahren jetzt seit die Ukraine-Krise läuft, also ganz viele Veranstaltungen machen musste oder gemacht habe, machen durfte, dass ich das, was ich euch erzähle heute Abend, penetrant bei jeder Veranstaltung erzähle. Weil ich es wichtig finde, dass wir diesen Rahmen, diese Grundelemente erstmal sehen. Und jedes Mal die Feststellung gemacht habe, dass der jeweils versammelte Kreis diese Art, die Dinge zu sehen, noch nicht für sich entwickelt hatte oder nur Teile davon. Gut, das ist gewissermaßen die kleine Vorrede. Und diese Grundelemente werde ich jetzt da versuchen darzustellen und das in aller Kürze. Einige von euch, die ich schon kenne, die ich gut kenne, haben das schon mal gehört. Aber es kommt jedes Mal anders. Ja, okay. Also, das allererste, was ich feststellen möchte, was konkret natürlich mit meiner Arbeit, aus meiner Arbeit direkt auch hervorgeht, ist die Feststellung, dass wir seit 1991 nach wie vor bis heute im nachsowjetischen Raum, im nachsowjetischen Trauma leben. Die Transformation, das erste Transformationselement, was wir da haben, die Transformation aus der Utopie des Sozialismus in den Kapitalismus, der sich als Sieger gefühlt hat, ist noch nicht vollzogen, beziehungsweise sie ist in der Weise vollzogen, dass dieser Kapitalismus, der sowjetischen Utopie als Sieger gefolgt ist, sich selbst als Fortsetzung der Krise erweist, die vorher die sozialistische
Sowjetrepublik erfasst hatte und heute uns in die Situation führt, dass wir es zu tun haben mit einer Expansionskrise verschiedener großer Mächte, die sich auf der Grundlage der globalen kapitalistischen Produktionsweise ausdehnen und jetzt aufeinanderstoßen. Grundproblem, dass also die Produktionsweise, in der wir heute leben, an ihre Grenzen stößt. Stichwort ist dabei das, was ich hier in diesem Büchlein versucht habe aufzuarbeiten, die Kraft der Überflüssigen heißt das, dass wir es beobachten in letzter Zeit in zunehmendem Maße, dass wir es mit einem Problem zu tun haben, ganz konkret, dass aufgrund dieser Art von Produktions- und Lebensweise immer mehr Menschen an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden als sogenannte Überflüssige, während gleichzeitig absolut auch die Bevölkerungszahl noch zunimmt. So wächst also absolut die Zahl der Überflüssigen und der überflüssig Gemachten in dieser großen globalen Gesellschaft vor unseren Augen ständig an. Der Müllhaufen, ja, der soziale Müllhaufen, auf den diese Menschen geworfen werden, wird immer größer. Dies dürfte wohl das Grundproblem sein, das wir heute haben. Eine Produktion, die nicht daran orientiert ist, die Bedürfnisse dieser Menschen, der Menschen generell, sondern Profit zu produzieren, die Bedürfnisse zu erfüllen, sondern Profit zu produzieren, bringt diese Situation. Und unter diesen Bedingungen stellt sich einfach ganz generell die Frage, wenn wir so nicht mehr leben können, wie wir das zu Zeiten des Sozialismus als Utopie angeboten bekommen haben und sich das als nicht dankbar so erweist, aber auch so nicht leben können, wie dieser angebliche Sieger, der jetzt also der sozialistischen Utopie folgt, es uns anbietet, ja, wie denn dann? So, und diese Grundfrage ist das, was ich unter dem Stichwort nach-sowjetisches Trauma, was ich damit meine. In dieser Welt leben wir und diese Frage steht, schaut euch in der Welt um, die steht überall, rundherum. Das ist das eine. Man kann auch sagen, wir stehen vor der Tatsache, dass das bisherige Wachstumsverständnis, was ein rein ökonomisches war, in ein soziales Wachstumsverständnis überführt werden muss oder sich überführen lassen muss, wie immer man es will, aktiv oder passiv. Eine Wiedergeburt des Sozialen, das steht an, aber es ist nicht gelöst. Die Frage ist offen und wir stehen relativ hilflos in dieser Situation. Schaut euch um, ihr seht das überall. Jeder weiß das für sich selber. Die zweite große Strömung, die sich gegenwärtig durch die Welt zieht, durch unsere, und die ganz eng verknüpft ist und sich überlagert mit dieser ersten Strömung, die ich eben geschildert habe, dieser nach-sowjetischen Situation, ist das, was aus dem Zerfall der bipolaren Welt folgt. Nicht? Wir hatten eine Welt der gegenseitigen Abschreckung und so weiter, in der die Welt relativ stabil schien, in der zwei Großmächte einander in Schach gehalten haben, zwei Systeme einander in Schach gehalten haben, diese Systemwirklichkeit, diese Stabilität hat sich aufgelöst, diese bipolare Welt, 1991 mit der Auflösung der Sowjetunion. Und was ist passiert? Ganz real, die vielen, vielen, vielen Anrainerstaaten um die russische Föderation herum, also sowohl die zentralasiatischen, als auch die mitteleuropäischen, als auch die nördlichen, kamen plötzlich in die Situation, ihre eigene Identität entweder wiederentdecken zu müssen oder überhaupt erst mal plötzlich eine eigene Identität entwickeln zu müssen als Nationalstaat. Also, ich nenne das eine nachholende Nationenbildung. Das ist insofern von ungeheurer Wichtigkeit, als es den Prozess der Nationenbildung, der sich in den sogenannten Westen vollzogen hat, seit dem Ersten Weltkrieg, Entkolonialisierung, Zweiter Weltkrieg, ja, wo also die ehemaligen Kolonien in Nationen überführt worden sind und die Nation das Element geworden ist, in dem man heute lebt, in dem die Menschheit sich heute organisiert, der Nationalstaat. Dieser Prozess schien abgeschlossen zu sein, war er auch zu großen Teilen. Und der Nationalstaat etabliert als die Form, in der Demokratie oder auch Nicht-Demokratie heute praktiziert wird. Nun kommt aber da das neue Element dazu, nämlich, dass da plötzlich neue Staaten wieder auf diesem Globus auftauchen, die in kürzester Frist diesen Prozess nachholen mussten.
Wenn ihr euch die Situation anschaut, die um die Sowjetunion herum entstanden ist, dann seht ihr eine Reihe von sehr, sehr, sehr heftigen Kämpfen, die sehr viel Blut gekostet haben. Im zentralasiatischen Raum, Turkmenistan, Usbekistan und so weiter, Tadschikistan, auch im Kaukasus. Und jetzt aktuell auch, darauf komme ich gleich nochmal genauer, in der Ukraine zusammengedrängt, wo eigentlich noch gar kein Nationalstaat da ist, sondern man war eine Republik in der Sowjetunion. Ja? Und plötzlich müssen alle in diesem Nationalstaat Ukrainer werden oder Usbeken werden oder ja, hier. Ein radikaler, gewalttätiger, gewaltsamer Prozess der Nationalisierung, der tendenziell nicht nur zur Nationenbildung, sondern zu einer nationalistischen Politik oder einer nationalistischen Formierung dieser Gebiete führt. Und das geschieht interessanterweise eben auch nicht nur in dem ehemaligen sowjetischen, direkt sowjetischen Bereich, sondern auch an anderen Stellen der Welt, wo die Auflösung dieser großen Ordnung dazu führt, dass Menschen ihre Heimat, ihre ideologische Heimat, überhaupt ihre Heimat, wo geht es heute hin, nicht wahr? Wie wollen wir leben, verloren haben und mit Gewalt irgendwelche Heimaten hergestellt werden. Ich sage nur, anti-islamischer Staat zum Beispiel. Heimatsuche, was sonst? Ideologische Heimat und vielleicht sogar geografische Heimat. Und da ist man auch nochmal jemand. Und sei es, dass man selber nochmal mit einer Bombe hochgehen kann. Viele, viele, viele Fragen stellen sich da. Aber diese Situation ist auch eine generelle, die uns an allen möglichen Ecken begegnet. Und was ganz wichtig ist, was mir im Laufe der Zeit jetzt aufgefallen ist und immer deutlicher wird, je öfter ich jetzt darüber auch spreche, das steht im Widerspruch das steht im Widerspruch zu der Tatsache, dass der Nationalstaat, der jetzt hier nochmal neu hervorgerufen wird, eigentlich schon überlebt ist. Eigentlich nicht nur überlebt ist, sondern auch tatsächlich ausgehebelt wird. Durch neue Formen des kollektiven Kapitals, durch neue Formen des kollektiven Agierens, nicht nur die großen Monopole, auch die Großorganisationen, die global organisiert sind, gehen weit über die Nationengrenzen hinaus, wo die nationalen Führer zum Teil überhaupt nichts zu sagen haben, die kriegen Impulse aus diesen Organisationen. Das heißt, es deutet sich eine Organisation des Lebens an, die den Nationalstaat hinter sich lässt, als eine Zeiterscheinung, während gleichzeitig in diesem östlichen Bereich dieser Nationalstaat mit Gewalt überhaupt erst hergestellt wird. Das ist eine total irre Situation, in der wir uns da heute befinden. Macht euch das mal klar. Und viele von den Widersprüchen, vor denen man steht und denkt, hey, was ist das, was passiert da eigentlich? Das ist doch total irrationales Zeug. Lässt sich aus dieser Situation heraus begreifen. Nicht ändern gleich, aber begreifen erstmal. Ja? Okay. Zwei Strömungen, ja? Nach sowjetisches Trauma und all die Folgen daraus, wie wollen wir leben? Zweitens die nachholende Nationenbildung. Das dritte Element unserer heutigen Situation, das sich mit diesen anderen beiden genannten schon ständig überlagert, ist die Tatsache, in der Tatsache zu sehen, dass wir seit 91 jetzt heute, nein, anders gesagt, dass wir heute in einer Situation leben, in der die 1991 entstandene, kurzfristig entstandene unipolare Welt unter Hegemonie der USA sich vor unseren Augen aufzulösen beginnt. Aber das ist nicht ein freundlicher Prozess in irgendeiner Sofaecke, sondern das ist also ein Prozess, der alte Mao hat damals mal gesagt, wenn der Tiger in die Ecke gedrängt wird, dann schlägt er um sich. Also so, das muss man sich dabei klar machen. Nicht? Die Situation ist die, dass die USA als vorübergehend einzige hegemoniale Weltmacht, ich sage hier dazu das Stichwort Brzezinski, das werde ich gleich noch ein bisschen genauer ausführen, jetzt heute in Frage gestellt wird, und zwar durch eine multipolare, kooperative Tendenz. Aber das sind nicht nur Ideen, die irgendjemand sich ausgedacht hat vielleicht, die Chinesen seinerzeit, vor Perestroika noch, dann Gorbatschow, dann Putin und so weiter. Nein, das sind Realitäten schon.
Da gibt es ja bereits eben China, da gibt es Indien, da gibt es Brasilien, da gibt es Südafrika, da gibt es Australien. Es gibt diese multipolare Russland, die Europäische Union und auch die USA und Südamerika. Also, die gibt es alle schon, nur der Hegemon, der heute noch der militärisch am besten und am meisten aufgerüstete ist, will dies nicht akzeptieren, sondern vertritt, das kann man hier nachlesen bei diesem Herrn Zbigniew Brzezinski, seit 25 Jahren, immer wieder, ja, ich halte es mal hoch, damit es auch fotografiert werden kann, genau. Kostet zur Zeit 350 Euro, wenn man es kaufen will. Ja, das ist inzwischen also nicht mehr zu haben, das ist nur noch klar in der Form. Aber man kriegt es, es gibt Adressen, wo man es sich abrufen, kann. Man muss es nicht für 350 Euro kaufen. Also diese Strategie der einzigen Weltmacht, die übrig geblieben ist nach dem Zusammenbruch der bipolaren Welt, wird hier von Brzezinski skizziert. Und ich sage das ganz kurz für euch, weil ich das hier nicht alles referieren kann und will. Die Strategie ist ganz banal und ganz einfach. Uns ist die Weltmacht in den Schoß gefallen durch den Zusammenbruch der Sowjetunion. Wir müssen das Beste daraus machen. Wir müssen die Ordnung in der Welt aufrechterhalten. Und wie können wir die Ordnung in der Welt aufrechterhalten? Das können wir nur so, indem wir den größten Teil der Welt, hinter mir seht ihr das, ja, das ist Eurasien, da ist Deutschland und England und da ist China, ja, so, und da hinter mir ist Indien, so. Diesen Teil der Welt müssen wir vom Kernland her kontrollieren. Und das Kernland ist Russland, das Herzland Eurasiens ist selbstverständlich Russland. Russland darf nie wieder zum Imperium werden, und das verhindern wir, indem wir Russland so schwächen, dass es eben das nicht kann. Und das können wir am besten, indem wir die Ukraine aus diesem Russland herausbrechen und an den Westen ziehen. Das ist die einfache Grundstrategie, die hier in diesem Buch, hier in dem zweiten Buch und hier in dem dritten Buch von Brzezinski über 25 Jahre entwickelt wird. Immer wieder aktualisiert. Bis zu dem hin, was wir gegenwärtig in der Ukraine erlebt haben. Im Detail kann ich dazu natürlich auch sagen, wie der Vorgang sich abgespielt hat. Das will ich jetzt aber so stehen lassen. Und vor diesem Hintergrund dieser Strategie, das kann man so zusammenfassen, dass man sagt, das Prinzip, nach dem da gehandelt wird, ist einfach und ganz klar durchschaubar die Fragmentierung der Welt, der gegenwärtigen Welt. Nicht irgendein großer Krieg gegen irgendeinen großen Gegner, nein, die Fragmentierung. Es darf, fast wörtlich zitiere ich das jetzt, kein Rivale sich erheben können. Und es muss eine Pluralität in der Welt gewährleistet sein durch unsere Politik. Brzezinski, Kissinger, wie sie alle heißen, da sind sie alle vollkommen einig in dieser Strategie. Es ist nicht nur Brzezinski. Ja, das sind große Kräfte. Ja? Diese nachsowjetische Frage, wie können wir leben, die also Milliarden von Menschen bewegt heute. Dieser Nationalisierungsdruck bei gleichzeitiger Überlebtheit der Nation. Hier, so eine Bewegung ist das, ja. Und dann die Tatsache der geopolitischen Auseinandersetzung um die Frage, wer beherrscht die Welt? Ja, das alles, liebe Freunde und Freundinnen, hat viele Stellen in der Welt, wo sich diese drei Ströme überlagern und so Knoten bilden. So wie so ein Krebsknoten, ja? So Knoten bilden. So wie ein Krebs im Körper wandert, so wandern auch diese Knoten über die Welt. Aber der dickste und extremste Knoten, den wir zurzeit haben, ist in der Tat das, was sich zwischen Russland, Eurasien und der Europäischen Union, dem atlantischen Raum, in der Ukraine abspielt. Warum? Weil die Ukraine in dieser besonderen Situation zwischen Ost und West liegt, in der besonderen Situation der nachsowjetischen Situation und so weiter, und da diese Dinge alle zusammenkommen. Und noch präziser gesagt, in der Ukraine ist der Sturz aus der sozialistischen Vision in einen absolut brutalen, primitiven Willkürkapitalismus besonders scharf.
Ich weiß nicht, ob ihr euch mit der sozialen Situation in der Ukraine mal ein bisschen beschäftigt habt. Vor dem Maidan meine ich jetzt. Da war es schon so, dass die Menschen also mit 100, 150 Euro im Monat auskommen mussten, aber bei Preisen wie bei uns. Oh Gott. Ja, während gleichzeitig eine Handvoll oder mehr Superreiche sich das ehemalige Gemeineigentum unter den Nagel gerissen hatten. Also schon eine Situation, ja, nicht nur schon, eine Situation, in der der Protest, die Revolte eigentlich unvermeidlich war. Und genau das war der Maidan. Aber darauf komme ich gleich nochmal. Zunächst, diese Revolte gegen diese Situation, wo die Menschen gesagt haben, es reicht, wir wollen die Oligarchen loswerden. Wir wollen ein menschenwürdiges Leben, wir wollen selbst bestimmen. Das ist in der Ukraine besonders krass in diesem Sturz gewesen. Ja? Das ist ganz wichtig, weil Elend gibt es viel in der Welt. Aber von diesem Versprechen, dem historischen, in diese konkrete Situation. Ja? Viele Menschen waren in der Sowjetunion, waren sie Helden der Arbeit. Ja? Plötzlich waren sie nur noch Idioten, die nichts zu fressen hatten. Ja, der Nationalismus in der Ukraine trägt deswegen diese radikalen, diese brutalen, diese gewalttätigen Züge, weil die Ukraine, anders als andere Gebiete am Rande der Sowjetunion, der ehemaligen, in ihrer ganzen Geschichte eigentlich nie eine Nation, also eine Gemeinschaft in dem Sinne, eine ja, nationale Geschichte gehabt hätte und so weiter, sondern die Ukraine ist eher ein Gebiet, das aus der Durchgangssituation zwischen Ost und West, historisch aus der Zeit der Hunnenzüge, der Mongolenzüge, dann aus der Zeit der Staatenbildung der Polen von Norden, der Habsburger von Süden und der Deutschen von Westen und der Russen wieder von Osten entstanden ist und so, das will ich auch alles hier gar nicht im Detail aufzeigen, nur entstanden ist dabei eine politische und eine geografische und eine kulturelle und religiöse Situation, die man am besten mit einem Kaleidoskop vergleicht, nicht mit einem Mosaik. Kaleidoskop sage ich deswegen, weil es nicht nur ein buntes Mosaik ist, was da mal so fest liegt und so ist es dann, sondern wie ein Kaleidoskop, das man dreht, bei jeder Drehung gruppieren sich die Steinchen neu. So in jeder politischen Phase ist das Gesicht dieser Ukraine neu. Und so ist sie zum allerersten Mal in der Sowjetunion überhaupt ein einheitliches Gebiet als Republik der Sowjetunion gewesen. Aber indem sie jetzt rausgefallen ist aus dieser Situation, als sie rausfiel, da war plötzlich, kam dieser Prozess in Gang und speziell aus dem westlichen Bereich mit westlichen Ideen des Nationalstaats also gefüttert, kam der Druck der Nationalisierung unter Zentralstaats, unter einer Zentralstaatsverwaltung jetzt also in die Realität und hat eben diese unheimlich krassen Züge angenommen, die in der Ukraine eindeutig nicht nur radikalen, sondern tendenziell sogar faschistoiden und faschistischen Charakter tragen. Und von Leuten getragen werden zum Teil, die sich offen auch als Faschisten erklären. Das ist leider die Realität und je länger der Prozess dauert, umso offensichtlicher wird das, was da entsteht gegenwärtig. Das ist eine ziemlich grauslige Situation. Kann man im Detail noch nachher drauf eingehen. Und auch deswegen ist die Ukraine so extrem, ein extremes Beispiel für das, was da gegenwärtig heute mit diesen drei Strömungen passiert, weil das dritte Element, was ich genannt habe, nämlich der Übergang von der unipolaren zur multipolaren, die aber von der hegemonialen Macht nicht akzeptiert wird, sich in der Ukraine eben auch als geostrategischer Konflikt konzentriert. Da steht der Anspruch der USA, die Ukraine nach Westen zu ziehen, im Verbund mit der Europäischen Union, die halb USA-Politik mitmacht, halb eigene Interessen vertritt. Da steht auf der anderen Seite dieses Russland, dass nach einer Zeit der Agonie seit 1991, seit dem Zerfall der Sowjetunion, lange Zeit also damit zu tun hat, überhaupt wieder eine innere Stabilität herzustellen und so weiter, aber jetzt, seit Wladimir Putin also auch das Steuer ergriffen hat 2000, in der Situation ist, dass eine innere Stabilität da ist und das Land auch daran geht, seine Umgebung wieder so zu organisieren, wie sich das für einen normalen
Wirtschaftsraum oder auch ein Staat, der sich als Nationalstaat noch versteht, eben darstellt, die Eurasische Union, die also jetzt als Konkurrenz zu dem, was hier die Europäische Union ist, also in die Welt tritt und dann die Konkurrenz, dann auch die Elemente, die aus der amerikanischen Politik kommen, das zusammen ergibt auch eine Mischung, die ist einfach explosiv. Einfach explosiv, darin geht eine Ukraine zugrunde. Also das stelle ich mal so ganz locker hier hin. Es war klar, dass eine Ukraine sich zwischen Ost und West in dieser Assoziationsfrage, dieser Assoziierungspolitik nicht entscheiden kann, weil sie eben in dieser Weise plural in sich ist. Teile sind also engstens mit Russland verbunden, kulturell und sogar familiär und industriell und so weiter. Andere Teile sind eher mit dem Westen verbunden. Dieses Land kann nur in föderaler, in autonomer, in selbstverwalteter und so weiter Struktur existieren. Das wäre die Botschaft, die da hineingehört. Aber genau das wird nicht zugelassen. Stattdessen wird also ein Zentralismus mit Gewalt versucht herzustellen. Andererseits ist klar, je mehr Gewalt angewandt wird, umso weniger ist eine einheitliche Staatsbildung überhaupt möglich. Das Problem ist zurzeit nicht gelöst und es wird vermutlich auch so nicht gelöst werden können. Aber ich will jetzt hier keinen Spezialvortrag über die Ukraine halten alleine. Das war ja nicht das Thema. Da gibt es noch ganz viel dazu zu sagen. Die Ukraine, und nur das noch dazu, ist nur bedingt austauschbar gegen die anderen von mir genannten Problemknoten, die es in der Welt gibt. In der Ukraine kommen diese drei Elemente, die ich genannt habe, eben zusammen. An anderen Stellen hat man nur zwei von diesen Elementen oder ne, so. Also ich habe vorhin schon gesagt, dieser anti-islamische Staat, um das ganz kurz zu sagen, ist aus meiner Sicht selbstverständlich genauso ein Ausdruck der gegenwärtigen Situation, dieser drei Komponenten. Insofern nämlich, als da also ein Identitätsersatz angeboten wird, der einen fulminanten Charakter hat und der unglaublich attraktiv ist. Wer es noch nicht gelesen haben sollte von euch, dem empfehle ich oder der empfehle ich, von Todenhöfer das Buch zu lesen, 10 Tage beim IS, gerade eben erschienen, ein grauenhaftes Buch, also ich meine ein sehr gutes Buch. Er hat sich mit seinem Sohn dahin hingewagt und aufgrund seiner ganzen Vorkenntnisse, Vorbeziehungen und so weiter, haben sie ihn in da reingelassen und er Baghdadi hat ihm also ein Empfehlungsschreiben gegeben, dass er sich mit seinem Sohn 10 Tage da in diesem Gelände irgendwie über Wasser halten konnte. Immer vor dem Hintergrund, oh, gleich geht's schief, gleich werde ich geköpft. Gut, er beschreibt das, was dieser islamische Staat ist. Und wenn man das sich durchliest, da sieht man, dass diese jungen Menschen, die er dort trifft, das sind alles Europäer, mit denen er Kontakt hat, oder Amerikaner, von höchsten Idealen beseelt sind. Religiösen. Die sind zutiefst empört über die Realität hier, über ihre Situation als Ausgegrenzte. Und also wir haben den klassischen Fall der Tatsache, dass diese revoltierenden, sagen wir mal, diese unzufriedene Masse an Überflüssigen, sogenannten Überflüssigen, an Menschen, denen kein Platz in dieser Welt gegeben wird, ja, da gibt man ihnen einen Platz. Und auch die Ukraine ist unter so einem Gesichtspunkt durchaus zu betrachten. Denn die Situation vor dem Maidan war eine solche, in der die Menschen, vor allem die jungen Menschen, überhaupt keinen Ort hatten, sich irgendwie zu entwickeln. Und daher die Fantasien alle in Richtung Europäische Union gingen oder die anderen gingen in Richtung Russland zurück, nostalgisch eher. Ja? Aber da konkret vor Ort konnte man gar nicht existieren. Also man muss sich das klar machen, wovon speziell diese beiden Konflikte ein Ausdruck sind. Nämlich davon, dass die sozialen Probleme unserer heutigen Welt in keiner Weise gelöst sind und gelöst werden müssen, aber keiner im Moment weiß, wie. Und stattdessen wird drauf gehauen und wird drauf geschossen und bombardiert. Also die Situation in der Ukraine hat exemplarischen Charakter für uns alle. Und deshalb, nachdem ich das jetzt so grob skizziert habe, diese Rahmensituation, könnte ich jetzt eine ganze Menge Einzelfragen rausgreifen, aber ich möchte nur eine rausgreifen.
die anderen, die noch anstehen, könnt ihr nachher selber sozusagen rausgreifen, dann kann man das vertiefen. Ich will jetzt nur noch über den Maidan sprechen. Also, weil der Maidan ist in aller Munde zurzeit, ist so eine Art Modewort geworden. Alle fürchten einen Maidan oder hoffen auf einen Maidan, hoffen auf einen globalen Maidan oder hoffen auf einen lokalen Maidan oder fürchten einen russischen Maidan, hinter dem dann der Regimewechsel steht. Ja, so diese Geschichten. Ja, was war der Maidan? Und was ist der Maidan? Vor dem Hintergrund dessen, was ich eben ausgeführt habe, ist klar, dass der ukrainische Maidan, ganz konkret erstmal betrachtet, in allererster Linie erstmal war eine soziale Revolte. Eine Revolte gegen den Oligarchismus, gegen diese Situation. Die anti-oligarchischen Zielsetzungen waren die wesentlichen. Und wenn man da jetzt genauer reinguckt und das in bekannten Vokabeln ausdrückt, die wir hier auch kennen, das war Antikapitalismus pur. Das richtete sich gegen die brutalsten Formen des Kapitalismus. Und die Forderungen waren unterschiedlich, natürlich, im Osten und im Westen. Im Osten eher proletarische Elemente der Selbstorganisation am Arbeitsplatz, Stahlarbeiter, Grubenarbeiter, ne? Also eher diese proletarischen Elemente. Und im Westen, also in Kiew und dann also auch in der mittleren Ukraine und dann im ganzen Westen, waren es dann eher städtisch kleinbürgerliche Elemente der Sehnsucht nach Selbstverwirklichung und im bäuerlichen Bereich auch im westlichen Bereich eher bäuerliche Zielsetzungen, aber auch Zielsetzungen der Selbstverwirklichung im Sinne der eigenen privaten Wirtschaft, die man also möchte, als Bauer entwickeln möchte. So unterschiedliche Elemente sind das schon, aber im Grunde ist der Grundtenor eindeutig ein antioligarchischer gewesen. Das ist das Erste, was man sagen kann zu dem Maidan. Und insofern ist dieser ukrainische Maidan ein Ausdruck dessen, was sich heute in der Welt abspielt. Ein exemplarischer, ein eruptiver. Ein eruptiver Ausdruck der Situation vieler Menschen, die unter dieser Situation, dieser Art von gesellschaftlicher Organisation und Produktion so nicht mehr leben wollen und nicht mehr können und irgendwie dagegen angehen. Was nicht heißt, dass sie etwa klare Ziele gehabt hätten. Das will ich damit nicht gesagt haben. Im Sinne irgendeines Programms oder sowas. Sondern konkreter Protest. Das Zweite, was hat wiederum ganz viel zu tun mit dem, was ich euch vorher erzählt habe über die nachholende Nationenbildung, ist die Tatsache, dass dieser Grundansatz des Maidan übertönt worden ist, usurpiert worden ist von nationalistischen Tendenzen des Landes, von den nationalistischen Tendenzen des Landes, die ich schon geschildert habe. Und diese nationalistischen Tendenzen, im Wesentlichen aus dem Westen des Landes kommend, dann von ausländischen Kräften auch noch benutzt worden sind, geschürt worden sind. Sodass im konkreten Ablauf, in der konkreten Entwicklung der Maidan-Proteste von 2013 bis zum Sturz der Janukowitsch-Regierung im Februar nach dem Massaker auf dem Maidanplatz, dass in dieser Zeit eben tendenziell zunehmend allmählich diese radikalen nationalistischen Kräfte bis hin zu offen faschistischen Kräften die Verwaltung, sage ich mal, das Rückgrat dieses Maidan gebildet haben. Und sie waren die bewaffneten Kräfte, die auch dazu geführt haben, dass dann also am 21. Februar die Janukowitsch-Regierung gestürzt wurde und ersetzt wurde durch diese provisorische Regierung, die sich dann zusammensetzte aus einem Teil der liberalen Opposition, die schon unter Janukowitsch sich noch herausgebildet hatte. Das ist der Klitschko, das ist der Yatsenyuk und das sind noch ein paar andere Leute. Das sind die Oppositionellen, also die Parteien. Und auf der anderen Seite die parteilosen, außerparlamentarischen Maidan-Kräfte in ihrer radikalen Form, das heißt im Wesentlichen die nationalistischen bis faschistischen Kräfte, die haben diese neue Regierung gebildet. Ich betone das immer ganz besonders an dieser Stelle,
Diese neue Regierung in der Ukraine, die da gebildet wurde, die provisorische, ist keine faschistische Regierung, sondern es ist eine neoliberale Regierung, eine vom amerikanischen Kapital abhängige, eine vom europäischen Kapital abhängige, eine mit diesem Kapital zusammenarbeitende, die eine neoliberale Privatisierungspolitik verfolgt. Ähnlich wie das auch in Russland geschah, ähnlich wie das in anderen sozialistischen Ländern geschah, aber mit einem ganz entscheidenden Zusatz, der für Russland seinerzeit 91 nicht galt und auch für andere Länder nicht in diesem Maße gilt, nämlich, dass in diese Regierung eben faschistische Kräfte hineingenommen worden sind und dass offen erklärte faschistische Kräfte, diese nationalistisch-faschistischen, und diese Regierung, denn die erste provisorische Regierung, sind eben an entscheidender Stelle ganz viele von diesen Kräften direkt mit einbezogen worden. Und unsere Regierung, unsere Frau Merkel, weiß das alles ganz genau, denn sie hat diese Regierung mit stürzen lassen, indem sie Herrn Klitschko ausgebildet hat, nicht Frau Merkel persönlich natürlich, sondern ihre Leute in der Adenauer Stiftung. Dennoch, und auch die USA wissen das, und auch die Franzosen wissen das, die Europäer alle, die Europäische Union, das Europäische Parlament, sie alle wissen ganz genau, dass hier diese Art von Mischung entstanden ist, eine Umsturzregierung neoliberaler Kräfte, die sich faschistischer Kräfte bedient, um andere Teile des Volkes, der Bevölkerung, nämlich im Osten, daran zu hindern, ihre Vorstellung von Autonomie, von Selbstorganisation und Föderalisierung zu verwirklichen. Das ist der Kern der Dinge, was sich da abspielt. Und das ist bis heute so. Bis heute ist es so, dass den Menschen dort im Osten verweigert wird, unabhängig von einzelnen Punkten der Auseinandersetzung jetzt, verweigert wird, sich selbst zu organisieren. Der Dialog, das Gespräch, wie eine solche Selbstorganisation in einem durchaus gemeinsamen Rahmen aussehen könnte, wird verweigert, stattdessen beantwortet in der Weise, dass man sie zu Terroristen erklärt und als Terroristen bombardiert. Das ist die grobe Linie dessen, was sich da abspielt. Im Detail kann man dazu natürlich noch eine ganze Menge mehr sagen. Der dritte Punkt, der ganz wichtig ist in dem Zusammenhang des Maidan, wohin der sich entwickelt hat. Diese provisorische Regierung wurde dann zum Instrument ausländischer Kräfte. Zum Instrument ausländischer Kräfte, und da ist ganz wichtig zu differenzieren. Ich weiß, dass häufig also eben einfach gesagt wird, die USA sind schuld. Nein, so kann man das auch nicht sagen. Aber auch nicht die Europäische Union allein ist schuld, sondern da gibt es also Differenzierung zu machen. Selbstverständlich, das Atlantische Bündnis hat die ganze Situation eindeutig gewollt, das habe ich vorhin dargestellt. Hier Stichwort Brzezinski und Co. Nichtsdestoweniger ist es so, dass die amerikanischen Interessen und die europäischen Interessen, also die Interessen der Europäischen Union genauer, nicht identisch sind. Die amerikanischen Interessen liegen in dem Stichwort Fragmentierung. Für die amerikanische Politik ist die Ukraine ein Hebel. Ein Hebel, um Russland klein zu halten. Und sonst gar nichts. Alles andere, was noch erzählt wird, dass sie da also Fracking machen wollen und Land kaufen wollen und so, das kann alles sein. Aber das ist nicht der Kern der Dinge. Der Kern der Dinge ist für die Amerikaner, die Ukraine aus dem russischen Raum rauszuziehen und zu verhindern, dass die Ukraine, dass Russland die Krim behält als strategischen Punkt und so weiter und so weiter. Und die Einkreisung Russlands, die sich in den Jahren seit 91 vollzogen hat durch die NATO-Erweiterung und durch die europäische Erweiterung, zu vollenden, das ist das amerikanische Ziel. Stichwort Krim. Die Europäer, speziell die Deutschen, haben andere Ziele. Die haben eher das Ziel, einen Vorgarten oder für ein Glacis sich anschaffen zu wollen, indem sie also ihre Waren verkaufen können, indem sie billige Arbeitskräfte haben können und so weiter. Das heißt, konkrete wirtschaftliche Interessen, die auch durchaus in einem gewissen Maße Aufbaucharakter haben, aber in Abhängigkeitsstrukturen. Und diese beiden Interessen sind nicht identisch und das führt dazu, dass eben auch innerhalb der Ukraine die, wie soll ich sagen,
die Positionen auch gegeneinander knallen. Da gibt es die NATO-Befürworter, die NATO-Feinde, da gibt es die EU-Befürworter, die EU-Feinde und so weiter. Und da spielen die amerikanischen und die europäischen Kräfte jeweils also auch gegeneinander zum Teil. Heute haben die Amerikaner, hat also Stoltenberg den Amerikanern wieder erzählt und Obama hat entsprechend zugestimmt, dass natürlich die NATO die Ukraine beschützen muss und die NATO muss Georgien beschützen und die NATO muss Moldau beschützen und die NATO muss natürlich auch die baltischen Länder beschützen, obwohl ja die Ukraine und Georgien und Moldau gar nicht in der NATO sind. Ne? Und jedes Land hat das Recht, sich der NATO so weit zu nähern und wehe, da kommt einer und will sie daran hindern. So heute von Amerika kommt dieser Ton. Dieser Ton kommt nicht aus der EU. Die EU will keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Die will auch jetzt keine weitere Mitgliedschaft der EU, der Ukraine in der Europäischen Union. Alles viel zu teuer. Ja? Weil man hat sich da was angelacht, ein Problem angelacht, mit dem man gar nicht fertig wird. Also Leute, macht euch das mal klar. Oder machen wir uns das mal klar, was da gegenwärtig passiert. Die Griechen, die werden also wirklich in einer Art und Weise über den Tisch gezogen, dass man das wirklich in Tränen ausbrechen könnte. Ja? Und den Ukrainern wird das Geld in den Arsch gestopft. Milliardenweise. Was ist das eigentlich? Das ist ein bankrotter Staat, wo das Geld verschwindet. Kohle, die da rüber geht, um das Militär sogar aufzurüsten, die verschwindet. Sie kommt gar nicht da an, wo sie gebraucht wird. Und die Ukraine, das ukrainische Parlament hat beschlossen, vor einer Woche beschlossen, dass man die Kredite, die Schulden nicht zurückzahlen wird. Warum? Mit der Begründung, weil das Geld ja gar nicht da angekommen ist, wo es hin sollte. Sondern weil es vorher bei irgendwelchen Leuten, bei irgendwelchen korrupten Oligarchen hängen geblieben ist. Eine Perversität ohnegleichen. Ja? Also muss man sich einfach mal klar machen. Und das gleiche Parlament hat zur gleichen Zeit beschlossen, und jetzt kommen wir direkt auf unser Thema hier nochmal, ganz aktuell, dass die Ukraine aus der Menschenrechtskonvention austreten möchte, um ihren Krieg gegen den Osten führen zu können. Ja, das muss man sich richtig auf der Zunge zergehen lassen, ein parlamentarischer Beschluss darüber, dass das Land, in dem gegenwärtig Demokratie aufgebaut wird, ja, mit Hilfe der NATO und der Europäischen Union von sich aus in sein Parlament beschließt, aus der Menschenrechtskonvention auszutreten. Balla. Das ist die Realität, die wir heute haben. Und das ist die Antwort, die unsere Mächtigen auf den Versuch geben, sich selbst zu organisieren, autonome Rechte einzuklagen, sich föderal zu organisieren, sich demokratisch zu organisieren. Die Realität ist genau gegensätzlich. Man scheut sich nicht, faschistische Kräfte einzusetzen, um genau diese Elemente niederzuhalten. Ich sage das so deutlich, weil wir ja alle dabei sind, Alternativen zu entwickeln. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir bei der Entwicklung unserer Alternativen uns darüber im Klaren sind, dass wir hier im weichen Sessel sitzen, immer noch hier in Deutschland. Aber nichtsdestoweniger uns das, was in Griechenland passiert und das in der Ukraine passiert, ganz schön nahe rückt und auch noch näher rücken wird. Das ist nur der Anfang. Man muss einfach klar das Zeichen verstehen, das hier gesetzt wird. Hier wird nämlich ein exemplarisches Zeichen gesetzt gegen die Unzufriedenen, gegen die Revoltierenden, gegen die, die andere Formen des Lebens, der Lebensorganisation haben möchten, als die eines oligarchischen oder überhaupt eines Kapitalismus. Die also da raus wollen und so weiter und so weiter. Dies ist die Botschaft. Also vielleicht nochmal zur Erklärung, ein bisschen deutlicher auch. Natürlich ist es so, dass das, was in der Ukraine jetzt gegenwärtig passiert, keine Revolution ist. Es ist eine Revolte. Aber auch die Französische Revolution, das werdet ihr wissen, ist ja nicht an einem Tag passiert, sondern das hat ungefähr 25, 30 Jahre gedauert. Das Kopf abschlagen und wieder aufstehen und Kopf abschlagen und wieder aufstehen. Und vor der Revolution, dieser Phase gab es eine Zeit und danach gab es eine Zeit. Ich will sagen, der revolutionäre Prozess ist sehr viel länger.
gewesen als nur ein Tag und plötzlich war die Revolution da, Sturm auf die Bastille oder sowas. Ne? Und hier ist es genauso. Das heißt, diese Grundunzufriedenheit, diese Grundkrisensituation und so weiter, die kocht. Und die ist auch nicht dadurch ausgekocht, dass jetzt einmal ein Staat installiert wurde, der gegenwärtig dabei ist, die Freiheitsrechte mit Füßen zu treten, im Namen der Demokratie und der Menschenrechte. Denn das geschieht da. Sondern es wird natürlich immer mehr Unmut produziert. Und zwar sowohl in der Ukraine, als auch bei uns hier zum Beispiel, wenn wir auf die Ukraine schauen und merken, aha, das ist das, was man uns auch andienen möchte. Denn das, was man da heute macht, das haben wir morgen auch zu erwarten. Ich glaube, das muss man sich klar machen. Insofern ist das, was in der Ukraine passiert, eine Drohung. Eine globale Drohung. Und deswegen dauert das auch so lange und deswegen ist auch klar, dass das morgen früh nicht vorbei ist. Auch wenn es im Moment ein bisschen lockerer daherkommt. Komme ich mal auf zum Schluss und komme ich mal zu den Fragen zurück, die ich am Anfang gestellt habe. Was tun? Was können wir machen? Wie können wir mit dieser ganzen Situation umgehen und was bedeutet das für uns selber hier? Mal so gesagt, als ich mich jetzt vorbereitet habe auf diesen Abend, habe ich mir dieses schöne Büchlein nochmal angeschaut. Das ist das deutsche Grundgesetz. Wunderbarer, ein wunderbarer Text. Zum Küssen, wirklich. Das deutsche Grundgesetz ist ein unglaublich tolles Gesetz. Was wir da aus dem Faschismus für Konsequenzen gezogen haben, ist fantastisch. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, die Würde des Menschen ist unantastbar und so weiter und so weiter. Also ich sage das ohne jeden Hohn und jeden Spott, im Gegenteil. Ich meine das ganz ernst. Dieses Grundgesetz und die Geschichte, aus dem dieses Grundgesetz entstanden ist, ist eine Verpflichtung. Das Problem ist, dass wir natürlich heute erleben, dass dieses Grundgesetz mit Füßen getreten wird, in zunehmendem Maße. Nicht immer und überall, aber in zunehmendem Maße. Ich hatte gestern darüber mit einer älteren Dame kurz diskutiert, mit der ich öfter zu tun habe, und habe ich ihr das gesagt, hier findet ein Prozess der Entdemokratisierung statt. Hat sie gesagt, wieso, das sehe ich gar nicht. Also kurz gesagt, das sehen keineswegs alle Menschen. Und man braucht dafür natürlich auch Sensoren, das zu begreifen, wo der demokratische Abbau stattfindet. Aber wir haben nicht nur dieses wunderbare Grundgesetz, was also nicht so verwirklicht wird und umgesetzt wird, wie man sich das wünschen möchte. Wir haben auch noch die Menschenrechtskonvention. Auch die habe ich mir angeguckt. Die steht ja auch mit drin in diesem Büchlein. Auch zum Küssen. Wunderbare Menschenrechtskonvention. Mit einem ganz kleinen Haken habe ich aber auch erst gestern begriffen, ehrlich gesagt. Nämlich, da steht doch tatsächlich in dem ersten Absatz, dieses wird entschieden für alle im Herrschaftsbereich der hier Versammelten. Hallo? Und die anderen? Haben die denn diese Grundrechte, diese Menschenrechtsgrundrechte eigentlich nicht? Aha, daran ist mir aufgefallen, da gibt es was zu tun, nicht? Okay. Also wir haben da ein Modell, wir haben eine historische Erfahrung, wir können auf etwas zurückgreifen, was viel Blut gekostet hat über hunderte von Jahren und jetzt konkret nochmal das Blut des Faschismus, also der faschistischen Zeit und dieser zwei Weltkriege und so weiter. Das ist etwas, womit wir arbeiten können und arbeiten müssen. Nur die Frage ist eben, wie? Da will ich noch kurz ein paar Dinge dazu sagen. Einmal scheint mir aufgrund meiner politischen Erfahrung, wo ich immer wieder auf Widersprüche gestoßen bin und auch immer wieder auf Widersprüche stoße bei Menschen, dass es einfach wichtig ist, das hier zu verteidigen. Ich sage das so deutlich. Zu verteidigen. Diese Errungenschaft ist eine unglaublich hohe menschliche, geschichtliche Errungenschaft. Verteidigen ist das Erste. Die Verteidigung der demokratischen Rechte, die Verteidigung der Menschenrechte, gegen ihre Aushöhlung, gegen ihren Missbrauch, ne, und so weiter und so weiter. Das ist das Erste. Muss ich euch nicht erzählen, glaube ich. Im Detail macht ihr das ja alle. Das Zweite ist, man muss es nicht nur verteidigen, man muss auch versuchen, es zu erweitern.
Also das ist mir am Beispiel der Konvention aufgefallen. Ich finde, heute haben alle Menschen das Recht, Menschenrechte in Anspruch zu nehmen oder zu haben. Und es gibt auch noch andere Gesetze oder Rechte, die im Rahmen der demokratischen Verfassung, die wir heute haben, durchaus entwickelbar sind. Ja? Das ist der zweite Punkt. Das heißt Erweiterung, Vertiefung. Und das dritte, und das ist mir besonders wichtig, weil das andere macht ja sowieso alles. Das erzähle ich ja nur, um das jetzt vollständig in der Treppe zu haben. Das dritte ist, dass man bei all dem Verteidigen der demokratischen Rechte und Erweiterung der demokratischen Rechte auch darüber hinausgehen muss, in einer Vision, wie es denn anders werden könnte, um zu verhindern, dass wir wie die Ratte im Käfig immer wieder auf derselben Stelle treten. Weil wir nur irgendwelche Methoden verändern, weil wir nur irgendwelche Reformchen machen, also auf der die im Rahmen der bestehenden Verhältnisse bleiben. Nämlich, die bestehenden Verhältnisse sind die kapitalistische Produktionsweise, die auf Konkurrenz basiert, auf der Profitproduktion basiert, die daran orientiert ist und nicht daran orientiert ist, den Bedarf der Menschen zu decken. Also geht es darum, an den Kern vorzustoßen, und diese Art von Arbeits- und Lebensorganisation in Frage zu stellen. Und zwar ganz prinzipiell. Und zwar während wir die demokratischen Rechte verteidigen und während wir sie erweitern, zu sagen, okay Leute, das ist schon alles ganz gut, aber einen wirklichen Sinn macht das Ganze erst und weiterkommen wir erst, wenn wir von dieser Situation, dass einer Geld hat und sich die Arbeitskräfte kauft und die anderen haben dem zu folgen und so weiter, was also die Prinzipien der kapitalistischen Produktionsweise sind, in eine Situation vordringen, in der wir kooperativ miteinander zum gegenseitigen Nutzen arbeiten. In kooperativer Gemeinschaft. Das heißt, dass wir nicht einen Lohnvertrag miteinander schließen, wo ich meine Arbeitskraft verkaufe, sondern wo wir einen Kooperationsvertrag miteinander schließen, wo wir uns gegenseitig versichern, wie wir miteinander arbeiten wollen und nach welchen Prinzipien. Miteinander, zum gegenseitigen Nutzen. Ein vollkommen anderes Rangehen an das Zusammenleben. Ich bin mir natürlich vollkommen darüber im Klaren, dass das, so wie die Französische Revolution, mehr noch als die Französische Revolution, nicht innerhalb von einem Tag passiert, sondern dass wir dafür vermutlich mehrere Generationen brauchen, um diesen Prozess, in Gang zu setzen. Das ist kein Akt. Aber die Vision des anders miteinander Arbeitens und die Vision des anders miteinander Lebens gehört für mich in den Alltag der Auseinandersetzung um mehr Demokratie. Wohin kann es denn gehen, wenn wir nicht nur das Bestehende verteidigen, sondern sagen, okay, wir müssen insgesamt die Situation so grundlegend ändern, dass sich nicht immer alles wieder neu wiederholt. Ja, das habe ich eigentlich schon alles gesagt. Und ich würde sagen, ich mache mal einen Schluss hier. Und ich habe ganz viele Dinge nicht gesagt, im Detail und auch generell, aber das wird sich ja jetzt ändern, wenn wir in die Debatte steigen. Okay. Ganz kleines Vorwort möchte ich, also bevor wir sind, wir waren vor 2 Tagen im Hilton Hotel bei Asmussen. Jörg Asmussen, derjenige, der dafür gesorgt hat, dass die Bankengesetze aufgelöst wurden, dass der dafür gesorgt hat, dass diese ganze miese Aktien reingekommen ist, dessen Wirken ein Hauptverantwortlich ist dafür, dass die ganze Bankenkrise losgeworden ist und der jetzt im Sozialministerium sitzt. Und Titel befürwortet ohne Ende und so weiter und so fort. Und der hat dann Vortrag gehalten. Ich kann nur eins sagen. Heute Abend der Vortrag war wesentlich tiefgehender, weil beim Asmus ist nicht ein einziges Mal erzählt worden, was ist, sondern die Grundfrage war, wir haben Bruttosozialprodukt stimmt und Arbeitskräfte sind auch genügend da,
zur Zeit, aber in Zukunft gehen sie weg, weil wir alle alt werden, ne? Und dann, was macht man, um das auszugleichen? Das ist eine ganz andere Nummer und dann das ganze Instrumentarium, was da läuft. Alte Leute länger in Arbeit, Mütter in Arbeit bringen ganz frühzeitig und Behinderte und so weiter. Das ganze Instrumentarium hat eine Falte, alle Zwangsmaßnahmen, das war der Hammer. Aber man weiß gar nicht, was wirklich passiert. Also das, von daher muss ich mal sagen, hier war eine Analyse, man hat gesehen, was wirklich in der Welt passiert. Und dort war nur technokratisches Abhaken von dem, was die wollen. Und ich kann uns allen sagen, es ist radikal böse. So, das ist. Und jetzt würde ich gerne hier fürs Gespräch öffnen. Und ich habe an dich die Frage. Ich stelle mich hier hin und sortiere die Fragenden. Wie wollen wir das machen? Wenn jemand was zu sagen hat, dann soll das jetzt bitte machen. Mein Vorschlag ist für die Vorgehensweise, hat sich in meinen Veranstaltungen sehr bewährt, nach dem Reißverschlussverfahren vorzugehen. Das heißt, eine Frage, eine Antwort von mir, eine Frage, eine Antwort von mir. Dann kann man das aufbauen. Ja, dann können wir loslegen. Ja. Oder ihr könnt loslegen. Ich horche. Ja. Ja, Kai, ein Heimspiel in Hamburg wird gerade Messemarkt abgeschafft. Nur, dass viele einfach das noch nicht mitgekriegt haben. Die ganzen Parteien haben gerade beschlossen, den erfolgreichen Volksentscheidgesetzgebung zu liquidieren. Ende des Monats. Man kann auf chance.de eine Petition unterschreiben, um die Sauerei zu stoppen. Das nur als erste demokratische aktuelle Information, wie es bei uns zugeht, wie die Demokratie abgeschafft wird. Das ist ein ermutigender Beitrag. Also ich habe jetzt mal eine Frage, was jetzt die Sachen betrifft, dass die Nationen sich finden. Irgendwie kann ich sie noch nicht ganz verstehen. Ja, also ich meine, ich bin in der DDR zwar groß geworden, aber jetzt außer die Sprache und bestimmte kulturelle Dinge will ich mich so als Deutsche auszeichnen, selbst nach dem Grundgesetz. Ist mir eigentlich unverständlich. Weil wenn ich dann überlege, wie die Jugend sagen, ich meine, dass da natürlich auch bestimmte Rivalitäten durchaus noch, das müsste sicherlich wahren, das will ich gar nicht bestreiten. Genau wie bei uns, wenn man sagt, die Sachsen, und das sicherlich auch. Aber im Prinzip haben die Menschen, die haben es ja selber gesagt, relativ, wie ich es gehört habe, doch recht gut auch zusammengelebt. Und wenn ich dann noch überlege, dass in Polen dann gar nicht gab, ja, eine Zeit lang mal. Also ich kann immer diese ganzen Sachen mit diesen Nationen nicht so wirklich begreifen und dass diese Nationen neu gebildet werden müssen. Und ich denke, dass es doch mehr ein gesteuerter Prozess ist. Denn also die Grenzen sind doch eigentlich immer nach Machtbereich gesetzt worden. Also das ist mir eine Sache, die zumindest mit zweischneidig ist. Das war schon eine Tradition und so weiter. Das ist mir durchaus klar. Also da will ich da nicht abspeilen. Aber so, das ist doch eine Art, weiß ich nicht, also oftmals, also für mich ist das mehr ein von außen drin. Als vom inneren Wesen. Ja, das könnte man so sehen. Das ist bestimmt auch eine Möglichkeit, das anzuschauen. Aber die Dynamik dieser Prozesse hat auch eine Eigenbewegung. Lass es mal sagen. Selbstverständlich werden, ich habe das versucht, an dem Beispiel des Maidan auch zu schildern, wird diese Eigendynamik, das, was da sich historisch Bahn bricht gewissermaßen, das wird auch benutzt. Und dann geschürt und so weiter. Das ist ganz klar. Aber darüber hinaus ist es so, dass die reale historische Entwicklung, die tatsächliche Situation, in der wir uns heute befinden, die Menschen nach dem Zerfall dieser bipolaren, stabilen Welt in eine Heimatlosigkeit entlässt, in der sie einfach nach neuen Strukturen suchen. Das ist die generelle Situation. Und das gilt nicht nur in der Ukraine, und auch nicht nur in Russland, im sowjetischen Raum, das gilt ja auch bei uns in gewissem Sinne. Wiewohl, wir haben noch unser nationales Korsett.
Auf der anderen Seite, ich habe das versucht zu schildern, was mir allmählich auch erstmal klar wird, da muss man noch viel drüber nachdenken, meiner Meinung nach, das ist noch gar nicht richtig rausgearbeitet, wird der Nationalstaat zunehmend ausgehebelt als historisch überfällig. Also der Nationalstaat regressiert, reduziert sich auf ein Instrument, mit dem man uns dem Kapital zur Verfügung stellt. Ja. Das heißt, Frau Merkel kriegt also bestimmte Impulse und so weiter, die setzt sie um, sie ist durchaus aktiv als Politikerin, aber sie macht nicht Politik in dem Sinne, dass sie ein Ziel vorgibt und danach jetzt nationale Politik gemacht wird, sondern das ist so, dass dieser nationale Körper benutzt wird, um bestimmte durchzusetzen, bestimmte Dinge. So ist das. Aber darüber hinaus ist es so, dass dieses Grundelement, was die Nation mal hatte als Identifikationssubjekt, das ist in der großen Masse der heutigen europäischen Länder eigentlich überholt. Eigentlich sage ich überholt. Durch den Zusammenbruch dieser bipolaren Welt kommt aber ein neuer Schub da rein, dass diese Länder, die da in der Situation der Sowjetunion waren, jetzt das erstmal nachholen wollen. Und speziell in der Ukraine ist es so, dass man da zwei ganz unterschiedliche Kulturen hat, die da aufeinander prallen. Das ist ganz wichtig, hier das an diesem Beispiel zu erkennen. Das eine ist die westliche Kultur von Galizien, also Westukraine, ausgehend. Die sind infiziert von den nationalistischen, nationalen Prozessen, die sich also in dem Westeuropa abgespielt haben. Die sind ja erst sehr spät dann auch in diesen ukrainischen Bereich gekommen. Während die anderen Teile, die eher östlichen Teile, die mit Russland verbunden waren, die haben eine ganz andere Tradition. Die haben keine nationalstaatliche Tradition, die der westeuropäischen entspricht, sondern die haben eine Tradition des Vielvölkerstaates. Also ganz konkret gesprochen ist das so, die Menschen im Osten der Ukraine sagen, wieso, oder sagen wir in Russland auch deutlich, wieso, du bist Tatare, ich bin Russe, wir leben zusammen, wir sprechen unterschiedliche Sprachen, wir leben aber in einem Volkskörper, einem Organismus miteinander. Nicht ohne Probleme, nicht ohne Konflikte, aber wir leben in einem, so. Der ist aber nicht nationalstaatlich bestimmt, sondern der ist durch seine organische Gesamtsituation ist er bestimmt und der bewegt sich auch nicht nach nationalstaatlichen Gesetzmäßigkeiten. Obwohl jetzt wird das also versucht, irgendwie zu einem Nationalstaat zu formen, auch die Sowjetunion, auch Russland jetzt. Da gibt es eben Unterschiede an das Rankommen, aber die ganzen Probleme, was sind wir eigentlich? Sind wir eine Gemeinschaft? Sind wir ein Vielvölkerstaat? Sind wir ein Nationalstaat? Was ist die Form, in der wir leben? Oder dürfen wir uns separieren von diesem Nationalstaat Krim? Ja? Oder dürfen wir eine Region für uns bestimmen? Oder müssen wir nur in nationalstaatlichen Formen leben? Was ist überhaupt dieser Nationalstaat? Also diese ganzen Fragen, die hängen in der Luft, die sind total ungeklärt. Ja? Und die werden natürlich benutzt, aber sie hängen auch tatsächlich in der Luft. Diese Übergangssituation. Und daraus werden noch ganz viele, bedauerlich das zu sagen, daraus werden noch ganz viele Schlechtereien folgen. Schon jetzt, also diese ethnische Grundordnung, die da in der Ukraine vorgenommen wird, wer ist Ukrainer und so weiter und so weiter, das sind ja Zwangsmaßnahmen. Ja? Hier ideologische und konkrete, politische bis hin zu militärischen. Ja, er war erst, dann du. In Europa wird es, also hier im Westen wird es jetzt umgekehrt gemacht, aus technokratischen Gesichtspunkten, damit der Euro überlebt, sagt der Draghi, wir müssen die Nationalstaaten, die ganzen Souveränität, alle Staaten müssen Souveränität aufgeben. Also das ist gewissermaßen das Gegenstück und wird als Gegenbewegung, genauso hier den Nationalismus wieder fördern, einfach. Da geht eigentlich wirklich aus der Runde. Und Frau Roth zum Beispiel von den Grünen will die deutsche Staatsbürgerschaft auflösen. Man will die europäische Staatsbürgerschaft. Und wenn man die europäische Verfassung sieht, sieht man, es ist eine Sauerei, diese Verfassung. Also die ist völlig, da sind die Menschenrechte zwar erwähnt, aber nicht geschützt und so weiter und so fort. Also da ist jetzt, wir kriegen hier das Gegenstück vom Nationalismus von oben serviert und zwar auf härteste Weise. Und von unten her wird bei uns
dann den Nationalismus aufflammen. Das sieht man ja jetzt schon bei dem Lieder oder sowas, dass das immer stärker wird und dass da Gruppierungen plötzlich das Sagen kriegen, Alternativen für Deutschland, wo man das Gefühl hat, dass es genauso wenig gesund, wie das andere wenig gesund ist. Ja. Und, ich würde das gerne ergänzen an dieser Stelle durch eine Beobachtung, dass natürlich, was hier eigentlich, die, sagen wir anders, von anderen Seite her, das NATO-Konzept, das aktuelle, das jetzt also in Wales neulich beschlossen wurde und jetzt aktuell wieder nochmal also vorgestellt wird, hat als wesentliche Elemente neue Formen der Kriegführung, neue Formen der, der Krisenprävention und so weiter. Und das, was da also verhindert werden soll, mit Blick auf die Zukunft, das sind Insurgenten auf der einen, also NATO-Sprache, ja? Insurgenten, also Aufständische, Terroristen natürlich, und Separatisten. Und die ganze Situation, die wir gegenwärtig hier vor uns haben mit der Ukraine, was diesen Punkt anbetrifft, ist im höchsten Maße interessant. Weil die, der Grundimpuls, ich habe das vorhin schon noch gesagt, ich wiederhole das, der Grundimpuls, sich selbst zu organisieren vor Ort, in der eigenen Region, autonom, in kooperativer Beziehung mit anderen autonomen Regionen und in einer Grund Situation der föderalen Verbindung dieser autonomen Region wird nicht akzeptiert. Das ist der, der Kern der Dinge. Und wir, ich konkret auch, und Freunde von mir, die also hier diese Charta da auch vorgelegt haben, für ein Europa der Region, wir sind auf derselben Spur. Das heißt, wir sind der Meinung, die Aushebelung des Nationalstaates führt dazu, muss dazu führen, eben genau solche Dinge zu entwickeln. Das heißt, andere Organismen zu entwickeln, andere kommunale Strukturen zu entwickeln, in denen also autonome Strukturen möglich sind, die miteinander kooperieren und diese Art von föderaler Beziehung zueinander aufbauen und so weiter. Und genau das ist der Kern der Auseinandersetzung, der uns hier am Beispiel der Ukraine vorgemacht wird. So nicht. Obwohl der Nationalstaat überholt ist und nur ein Instrument ist, um uns zu kujonieren, ja, also um einzugliedern, wird da von TTIP und verschiedenen anderen Elementen in Frage gestellt, aber man will es da nicht rauslassen. Weil er als Instrument der Kontrolle seine Rolle spielt. Aber nur so. Und in dieser Situation befinden wir uns und das klemmt an allen Ecken und Enden. Und deswegen kriegt das auch diese Radikalität. Also rein finanziell gesehen ist ja die Ukraine eigentlich am Ende. Und wenn der IWF und die EU werden hier etwas Geld reinstellen, wie soll es dann irgendwie weitergehen? Es geht da nicht weiter. Ja, aber irgendwas muss ja passieren. Ja, die Menschen, die kriechen da auf den Brustwarzen, also sowohl in der West, im westlichen als auch im östlichen Teil, im östlichen noch mehr als im westlichen. Und der Staatsbankrott ist, eigentlich ist die Ukraine bereits bankrott, wenn sie nicht die Milliarden zugeschoben bekäme. Andererseits gehen die Milliarden, die gehen in irgendwelche Kanäle, die keiner wirklich kontrollieren kann. Ich habe das ja vorhin erzählt, was das Parlament dazu beschlossen hat. Die Dinge werden immer, die eskalieren immer weiter, weil der Beschluss des Parlaments im Konkreten bedeutet, dass vom Westen kriegt man weiter Kredite. Und die Kredite, die man von Russland bekommen hat, die zahlt man nicht zurück. Es ist so unglaublich, was da abläuft. Ja? Und ich meine, der Krug geht zu lange zum Brunnen, nicht wahr? Bis er bricht. Und wann er genau brechen wird, kann ich nicht sagen. Ich bin kein, werde mich nicht als Prophet betätigen. Aber dass das also eine kranke Entwicklung ist, die also gar nicht gehen kann, ist ganz offensichtlich. Und deshalb ist auch klar, dass, ich sage es mal ganz zugespitzt an der Stelle, solange der Dialog mit dem, zwischen den unterschiedlichen Parteien des Landes nicht wirklich geführt wird, konkret, solange wird nur geschossen. Und jetzt, heute sind wieder die Kämpfe auch wieder aufgeflammt, wieder 6 oder 7 Tote und so. Das geht ja jeden Tag, das wird ja bloß in der Presse nicht mehr berichtet im Moment. Das ist ja nicht zu Ende. Das wird ja auch weiter eingeheizt. Das sind jetzt die amerikanische Militär, die amerikanischen Ausbilder. Auch die Russen lassen auch nicht nach, natürlich, ist ganz klar. Im Grunde ist das Ding entschieden. Eigentlich kann man das einfrieren auf dem Niveau.
Und dann können die Menschen sich vielleicht in ein, zwei Generationen vielleicht ein bisschen erholen von dem Hass, der da geschürt wurde und von der Zerstörung und so weiter und so weiter und so weiter. Aber das ist nicht, auch nicht mehr einfach gemacht. Also was wir da haben, ist ja für eine lange Zeit ein wirklich einfaches Staatsloch. Die Menschen, die jetzt zum Beispiel für die EU sind, in der Ukraine, die werden ja permanent enttäuscht zum Beispiel. Die wollten ja zum Beispiel eine Visafreiheit haben für die EU, die wird ja nicht gewährt. Ja. Und ich meine, das ist das Erste, was die EU machen muss, damit sie glaubhaft ist, dass die Leute frei reisen können innerhalb der EU. Aber stell dir mal vor, was passieren würde, wenn die Europäische Union jetzt also eine Visafreiheit geben würde. Dann fielen über die Europäische Union also Millionen von Ukrainern her, die nichts in der Tasche haben und hier Geld verdienen wollen, um das in die Ukraine zu schaffen. Und das in der Situation, wo die Europäische Union ohnehin mit Griechenland rumkraucht und mit Spanien rumkraucht und so weiter. Das kann sich diese Europäische Union einfach schlicht nicht leisten. Das wird sie auch nicht. Das heißt, die ukrainische Bevölkerung wird wieder mal beschissen. Und zwar im schlimmsten Maße. Mit Versprechungen, die man gegeben hat, europäische Werte und lalalala. Und in der Realität passiert gar nichts. Doch, es passiert schon was. Es werden nämlich die restlichen Gemeineigentümer werden noch privatisiert. Amerikanische Firmen kaufen die Öle auf und so weiter. Das passiert noch schlimmer als vorher. Das heißt, die Privatisierung kriegt einen neuen Schub durch die jetzige Situation. Es wird also noch härter. Und die Oligarchen, die man hat abschaffen wollen, die sitzen jetzt überall ganz vorne. Das heißt, sie sind noch mehr in den Vordergrund gerückt und haben noch mehr Macht und sind noch brutaler geworden. Es ist ein irrer Vorgang, das Ganze. Er ist noch mitten in der Eskalationsphase. Da kommt noch einiges auf uns zu. Was mich sehr beschäftigt ist, was sich auf militärischem Gebiet abspielt. Beobachte mal mehr, dass also eigentlich Kriege wurden ja früher zwischen Nationen oder zwischen Ländern geführt. Und heute werden Kriege von bezahlten Legionären geführt. Von Armeen, die zusammengekauft werden sozusagen. Und das sind Leute, die haben überhaupt nicht irgendwelche Interessen oder sowas. Die werden handeln nur auf Befehl. Die machen, was der Offizier ihnen sagt. Das spielt sich da ab eben bei IS. Wenn der Offizier eben sagt, meuchelt die da alle ab, die ganze Bevölkerung, dann machen die das. Sodass die Soldaten sozusagen, die kämpfen nicht mehr für irgendwas oder so. Die kämpfen wie so ein Lohnarbeiter oder so. Und die kann ich an der Stelle einsetzen, die werden ja auch an der Stelle eingesetzt, also die werden einfach von irgendwelchen, von der Finanzoligarchie werden die bezahlt und dann werden sie mal hier hingesetzt und mal da hingesetzt und in der Ukraine ist es ja auch so, dass also die Regierungsleute im Prinzip, die Politiker ja keinen Einfluss mehr haben auf das, was die Armee da macht oder so, sondern es macht die Armee macht ihr Treiben für sich. Und sie wird ja auch zum Teil, wenn ich das nicht richtig mitgekriegt habe, sorgen die ja auch dafür, dass da Gewinne eingefahren werden. Ne? Also, ich finde das sehr interessant, was du da sagst. Und das bringt mich auch auf einen neuen Gedanken nochmal wieder. Ich verstehe deine Beunruhigung, ich verstehe deine Empörung über diesen Vorgang. Aber mir fiel, wenn du das jetzt erzählt hast, ein, dass der 30-jährige Krieg genau von solchen Söldnerherren geführt worden ist. Ist alles schon mal da gewesen. Ist überhaupt nicht neu. Neu in der jetzigen Situation und gewissermaßen für uns, unsere Generation, die wir damit aufgewachsen sind, mit der nationalstaatlichen Gefasstheit unserer Welt, ist das empörend, dass die ohne Ziele töten. Dass die ohne Ziele kämpfen. Dass sie für Geld kämpfen. Im Grunde ist das nur das, die andere, die militärische Seite dessen, was ich vorhin gesagt habe, der Entwertung und der Aushebelung des Nationalstaates.
Die kämpfen nämlich nicht mehr für nationale Ziele. Die werden gekauft. Für ganz andere Ziele. Die Nationalen werden bestenfalls unterschoben. Bestenfalls unterschoben. Angedichtet. In Wirklichkeit geht es um andere Ziele und dafür treten die ein. Das ist die eine Seite. Blechorder ist da ein gutes Beispiel. Ja, ganz klar. Und die andere Seite ist aber auch zu sehen, damit man jetzt nicht in Verzweiflung verfällt. In der Ukraine sind ganz viele Freiwillige. Ganz viele Freiwillige auf den unterschiedlichsten Niveaus. So ein guter Freund von mir, Russe, in Moskau, einer, mit dem ich zusammen eins meiner Bücher da gemacht habe, der Herzschlag Russland, Schriftsteller und Dichter und also wirklich ein sehr intelligenter Mensch, der sagt, ja, hast du eigentlich mal darüber nachgedacht, die Verbindung zu Spanien zu ziehen? Habe ich gesagt, wieso das? Du willst doch wohl nicht sagen, das willst du wohl nicht die Ukraine mit Spanien vergleichen, damals. Doch, das will ich, sagt er, in gewissem Sinne schon. Natürlich ist, nichts wiederholt sich einfach, aber es gibt in einem eine ähnliche Situation, dass aus aller Welt Freiwillige in diesen Krieg ziehen. Auf beiden Seiten. Und du hast also Tschetschenen auf der einen Seite und Tschetschenen auf der anderen Seite. Du hast Engländer auf der einen und Engländer auf der anderen. Und Amerikaner sogar auf beiden Seiten. Und Russen auf beiden Seiten. Es ist nämlich keineswegs so, Ukraine gegen Russen. Alles Quatsch, alles gelogen. Es sind politische Ziele. Es sind auch ökologische Ziele. Aber dafür stehen hier die Russen durchaus und da stehen auch Russen. Nur sie haben unterschiedliche Orientierungen. Und insofern, die einen setzen sich ein für einen zentralistischen, nationalistischen, also Zentralstaat und tendenziell mit faschistoiden oder faschistischen Begründungen und die anderen sind für einen Vielvölkerstaat und autonomes und das wird da ausgekämpft. So steht das gegeneinander. Wobei ich allerdings dazu sagen möchte, um jeder Illusion oder jeder Romantik auch hier entgegenzutreten, leider sind die schönen Ansätze, die es am Anfang gegeben hat, also im Osten jetzt auch, ne, wo es also ganz klare rätodemokratische Strukturen gab, die direkt also hier diese Charta-Texte sein könnten, die wir gemacht haben. Fast identisch mit den Zielen, die wir da formuliert haben. Also Selbstorganisation und dieser Aufbau. Leider sind diese im Zuge der Eskalation, der militärischen Eskalation und so weiter, natürlich in den Hintergrund gedrängt worden. Was geblieben ist, sind die Waffen. Also das ist auch ein Prozess, den man sich auch klar machen muss. Wir tun gut daran sicherlich, ganz viel neu zu denken, überhaupt zu denken, zu analysieren, zu entwickeln, damit, wenn die Kämpfe konkret, spontan stattfinden, auch Substanz da ist. Das ist mal das Erste, was man dazu sagen muss. Damit wir nicht von den Kämpfen überrascht werden. Zweitens müssen wir uns aber auch darüber klar sein, wenn dann solche Kämpfe stattfinden, egal ob das Blockupy ist oder ob es mehr wird, dann muss man sich klar darüber werden, dass die Radikalisierung der konkreten Situation Inhalte zurückdrängt und eine gewisse Brutalität sich ausbreitet. Das war in allen Revolten und allen Revolutionen bisher der Fall. Und auch darüber muss man sich klar sein, wenn man sich politisch engagiert in die Fragen, über die wir hier reden. Okay. Ja? Dann darf ich vielleicht nochmal ansprechen mit den Kooperationsverträgen. Also ist das ein Schritt in die Zukunft, dann, um den Kriegswirren Stunden dann hinterher zu sehen und sind vielleicht doch neue Perspektiven? Kannst du mal deutlicher sagen, was du sagen möchtest, bitte? Ja, also die Kriegswirren sind wirklich, die sind natürlich total und sie werden uns viel von diesem, was wir jetzt an Zielen haben, vielleicht, ja, wieder zerstören. Ja. Was sind denn vielleicht die Aussichten für die Zukunft? Dann, ich habe jetzt dieses von den Kooperationsverträgen, habe ich jetzt nochmal im Sinn gehabt, zum Beispiel all die Wege regional denken. Ist ja klar, das Regionaldenken ist natürlich auch in der Ukraine wird es wahrscheinlich jedem egal sein, letztlich für wen jetzt sein Land sich in nächster Zeit mehr entscheidet, der ihm jetzt mehr um seine Autonomie und die Autonomie der Leute, die ihn umgeben. Ja.
denen einen kleinen Organismus zu haben? Also für die Ukraine lässt sich das so beantworten, das müsste ich vielleicht dann auch noch mal ein bisschen deutlicher sagen. Die Ukraine hat ja aufgrund ihrer besonderen Situation, die ich ansatzweise vorhin geschildert habe, als Durchzugsgebiet und historisches Kaleidoskop und so weiter, ja, hat sie also eine unglaublich plurale Struktur. Aber sie hat nicht nur eine unglaublich plurale Struktur, sondern sie hat auch eine politische Form des Anarchismus, also des rätedemokratischen Anarchismus. Und es hat eine Tradition des rätedemokratischen Anarchismus. Es gibt zwei große rätedemokratische Felder sozusagen in der im weitesten Sinne europäischen Geschichte. Das eine ist das ukrainische, das andere ist das spanische. Ja, der spanische Bürgerkrieg, muss ich jetzt nicht lange ausführen, der dann von den Faschisten eingemacht worden ist, also der rätedemokratische Ansatz. In der Ukraine ist es ähnlich, da gibt es eben diese Ansätze und es gab vor der Sowjetzeit gab es eben die Machno-Bewegung, die also eben diese rätodemokratische Tradition konkret umgesetzt hat in der Situation 18, 19, 21 des letzten Jahrhunderts, ja, wo große Teile des Gebietes also rätodemokratisch, konkret, kommunal organisiert waren. Das hatte eine Realität. Die waren nicht unbedingt, soll ich sagen, nur ganz fein, das war auch sehr brutal zum Teil manchmal, also das ist noch eine andere Frage. Aber es war eben eine, diese Organisationsform und die ist dann von den Sowjets eingemacht worden. Lenin hat die rätodemokratische Situation, das macht nur, also liquidiert praktisch. Na, also die Rote Armee. Und jetzt heute sind diese Strukturen nicht weg, die sind plötzlich wieder da. Da wundert man sich, ne? Eigentlich sind die Papas und die sind doch alle weg, sind doch alle umgebracht worden. Puh, plötzlich sind sie wieder da, die Strukturen. Da lebt etwas im kollektiven Gedächtnis oder in der Landschaft oder ich weiß nicht, wo das herkommt plötzlich. Plötzlich hast du da wieder rätedemokratische Ansätze. Und diese rätedemokratischen Ansätze haben sich in der, sowohl im Maidan im Anfang als auch besonders aber dann im Osten, haben sich dort gezeigt. Die haben eine, ich habe das ja vorhin ansatzweise gesagt, die haben eine Verfassung oder einen Entwurf, eine Vision entwickelt, die war eine reine demokratische Vision. Mit Rückgriffen auf Elemente von Machno, mit Rückgriffen auf gewisse Sowjetismen und so weiter und so weiter. Das Problem ist, dass diese Situation der theoretisch noch nicht klar war, nicht wirklich so klar, dass sie eine Bewegung hätte darstellen können und praktisch in eine Situation gekommen ist, wo es den Menschen einfach nur ans Leder geht und sie sich wehren müssen. Und darüber gibt's, da gibt es kein Rezept. Ne? Da kann man nur sagen, wir, wie wir hier sitzen, können so viel tun wie möglich, dass wir an den Köpfen arbeiten, jetzt, hier und heute. Und wenn es dann da ist und wo es geschieht, das da reintragen. Du hast gesagt vorhin, dass wenn die Kriege kommen, werden wieder die Visionen zurückgedrängt. Und das ist ja schon die Problematik, die zum Beispiel Novalis in seiner Europa-Rede hat, wo er vom Sisyphus spricht, der Staatsumwälzer, der die Last immer wieder nach oben rollt und auf der anderen Seite rollt sie wieder herunter. Oder Schillers Briefe zur ästhetischen Erziehung des Menschen, wo er vom Uhrmacher spricht, der das Rad austauscht, während die Uhr schlägt. Also diese Problematik oder Rudolf Steiner in der Philosophie der Freiheit, der eben nicht nur die Vision hat, nicht nur die moralische Intuition hat, sondern eben auch die Stufe der moralischen Fantasie und der moralischen Technik. Also die Frage, wie können wir aus den Gesetzmäßigkeiten des Gegebenen die Gesetzmäßigkeiten des neuen, zukünftigen, ohne einen Gewaltbruch dazwischen entwickeln. Und diese Frage, die scheint mir eben auch, oder diese Strömung in der Geschichte, diese Frage im Auge hat, Novalis, Schiller, Philosophie der Freiheit, Rudolf Steiner, ohne diese Dimension ist es nicht zu machen. Und ich meine eben, der einzige Schauplatz auch auf diesem Planeten noch, ist eben in einer gewissen Weise die Europäische Union, weil wir da immerhin noch nicht solche Zustände haben wie in der Ukraine oder auch, also noch immer einen gewissen Spielraum haben,
so wie wir das in dem Projekt versuchen, etwas aus dem Bestehenden heraus transformatorisch zu entwickeln. Ich würde mal ganz hart was dagegen setzen, was du jetzt gesagt hast, also gegen das Letzte. Ich denke, die Ukraine ist ein Ausdruck des Scheiterns der Europäischen Union. Das glaube ich auch. Und sie ist ein Ausdruck des Scheiterns der Werte der Europäischen Union, im Konkreten. Eine Aufforderung, diese Werte neu aufzugreifen, natürlich, weil sie sind ja nicht weg aus der Welt. Aber konkret ist es so, dass die Europäische Union mit den Werten bombt. Das ist die Realität. Die Werte vor sich herträgt und indem die Werte dahin getragen werden, wird Gewalt ausgeübt. Über die Werte, bitte. Eine Perversion ohnegleichen, das muss man sich wirklich deutlich klar machen. Und das wird sich, das haben wir lange Jahre an den USA kritisiert, die mit Menschenrechten also den Irak bombardieren, bla 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 und so weiter. Ja? So, das Gleiche macht die Europäische Union. Wirklich identisch, nur noch ein bisschen, wie soll ich sagen, naiver bisher, ein bisschen primitiver, noch nicht so geübt. Ja? Aber im Prinzip ist die Europäische Union auf demselben Weg, diese Art von imperialer Politik mit Menschenrechten Menschen zu unterdrücken. Ich habe gemeint, wir in der Europäer. Ja, ich habe verstanden, ich habe verstanden. Aber wir müssen jetzt mal sehen, in welchem Mantel wir uns befinden. Ja, das ist richtig. Ich kann es vielleicht mal so schildern, um das mal ein bisschen persönlich auch fassbar zu machen. Als ich seinerzeit anfing, in die Sowjetunion zu gehen, das war 83, 84, 85, und dann Beginn der Perestroika, ich muss nicht im Detail erzählen, aber da gab es so eine Tendenz, wo die Menschen zu mir gesagt haben, ey Mann, bei uns fällt alles auseinander und bei euch ist schon fast Kommunismus. So. Und dann, nachdem Jugoslawien bombardiert worden war, und ich war der Emissär dieses neuen Deutschland, dieses neuen Europa, so wurde ich da gesehen. Ja? Dann, nachdem Jugoslawien bombardiert worden war, da hat man mich gefragt, wie konntest du das zulassen? Hatte ich eine Antwort? Nein. Ich habe gesagt, ich habe es nicht zugelassen und es ist trotzdem geschehen. Und jetzt, wenn ich jetzt nach Russland komme und mit meinen Freunden rede, dann sagen die, was geschieht da bei euch? Also, da kann man sehen, wie diese Dinge sich verändern und wie stehe ich darin individuell. Ich kann mich nur kritisch dazu äußern und kann sagen, ich finde das nicht in Ordnung. Aber ich finde auch nicht in Ordnung, was da bei euch läuft, das und das und das. Das heißt, du musst dir als Individuum den Ort erkämpfen, an dem du kritisch bleiben kannst, sowohl gegen das als auch gegen das. Novalis, Schiller, Schleiner, klar. Und viele andere haben das auch immer alle versucht. Aber die Realität muss man auch sehen, dass weder Novalis, noch Schiller, noch Steiner Politik gemacht haben. Steiner ist an der Politik gescheitert. Am Faschismus. Ganz konkret. Ja? Das ist bitter. Das heißt noch lange nicht, dass man das, was Steiner versucht hat, nicht nochmal versucht. Bitte, ich möchte richtig verstanden werden. Im Gegenteil. Beuys hat es versucht und wir versuchen es auch, jeder auf seine Weise, nicht nur Steiner. Natürlich versuchen wir es immer wieder. Und mein Sohn, der ist jetzt 25, der versucht es neu, weil er neu auf die Welt kommt und seine Kinder werden es auch wieder neu versuchen. So ist die Realität. Wir werden natürlich immer wieder an diesen Beispielen ansetzen. Aber die Realität darf man nicht ausblenden. Ich finde es wichtig, die Realität mitzunehmen. Okay. Ja, ich wollte eher eine Frage an ihn stellen. Ihr macht eine europäische Initiative, eine europäische Bürgerinitiative wollt ihr auf den Weg bringen. Wir haben die Erfahrung, dass die europäischen Bürgerinitiativen nur ein Feigenblatt sind und nicht ernst genommen werden. Und bei mir ist es so, also erstmal sind die Bedingungen sehr schwer zu erfüllen von vornherein und dann Politikern in Europa was zu fragen. Das ist für mich, inzwischen sind die Politiker von Europa für mich dermaßen faschistoid. Solche Leute fragen mich. Also da habe ich ein Problem, ne? Weil das ist, ging von vornherein hinten los.
Es wurde eine Initiative gemacht gegen TTIP, die wurde gar nicht erst zugelassen. Zeitgleich wurde Attac kastriert, weil die für TTIP, gegen TTIP angetreten im Europäischen Parlament ist niemand, den man mit irgendetwas fragen könnte. Das ist nicht der Grund, warum wir eine europäische Bürgerinitiative machen, sondern wir machen sie als Vehikel, um eben ganz Europa, 28 Länder, die in einer Rechtsgemeinschaft miteinander verbunden sind, ansprechen zu können. Und wir machen die Erfahrung, es melden sich Menschen aus Irland, es melden sich Menschen aus Griechenland, es melden sich Menschen aus Spanien. Das ist eine neue Dimension in der Arbeit. Und wir können etwas, und das ist einfach, egal wie schlecht oder gut dieses Instrument ist, ich kritisiere es genauso wie du, aber wir können damit etwas auf die europäische Tagesordnung setzen, und zwar auf einer hohen staatlichen Ebene, nicht in einer Privatinitiative, sondern etwas, wo jeder Mensch auch als politisch mitverantwortlich für dieses Rechtsgebiet Europäische Union ist, angesprochen ist. Und was die Kommission dann damit macht oder nicht macht, liegt bei ihr. Aber das verstehe ich jetzt. Die Sache ins Spiel zu bringen. Also als Provokation kann man das immer machen, ne? Und dass die Menschen zum Denken kommen. Die Menschen sind diese Bürgerschaft Europas, die angesprochen ist, hier etwas neu zu denken. Okay, Steffi. Ich bin mal sehr interessiert so an Lösungswegen, die sich aufzeigen, und bringe immer um, was können wir wirklich praktisch tun für die Freiheit von uns und für die Menschenrechte. Und bislang war es für mich, also der Motor, wo man ansetzen kann, das Geldwesen, wie wir das besser gestalten können. Und du hast mal gesagt, der Motor ist im Prinzip der Arbeitsbegriff oder wie gehen wir mit Arbeit um. Und ich weiß nicht, ob es den Rahmen jetzt hier sprengt, aber wenn das auch eine Lösung dafür ist, dass du vielleicht nochmal was dazu sagst. Ich denke mir, es gibt keine Einpunktlösung. Das ist mal die allererste Antwort. Warum ist so zentral? Die allererste Antwort, ne? Darüber hinaus sehe ich es so, dass tatsächlich im Zentrum des menschlichen Lebens oder des menschlichen Zusammenlebens steht, wie arbeiten wir miteinander? Und warum arbeite ich? Arbeite ich nur für mich oder arbeite ich im Bewusstsein für die anderen, mit den anderen? Und das ist gleichzeitig auch eine Frage, wie gestaltet sich unser Leben? Also das ist unmittelbar verknüpft. Die gesellschaftliche Situation und die Arbeitsorganisation. Und das Geld gehört damit rein als Element. Das wird sich aber in meinem Verständnis jedenfalls, unter den Bedingungen einer kooperativen Arbeitsorganisation, wird sich auch die Geldfrage anders stellen. Sie stellt sich, aber sie stellt sich anders. Und es kann nicht getrennt voneinander auseinandergerissen werden. Wenn ich über Geld diskutiere, dann diskutiere ich oder denke ich selbstverständlich auch darüber nach, unter welchen gesellschaftlichen Verhältnissen brauchen wir oder nutzen wir jetzt das Geld. Also unter anderen Verhältnissen, wenn das Zusammenleben anders organisiert wird, kriegt das Geld möglicherweise wieder seine originäre Funktion, das uns als Kommunikationsmittel zur Verfügung steht, statt als, ja, so und so weiter und so weiter. Das ist aber eine Diskussion, die ist, meiner Meinung nach, wir führen sie ja in verschiedenen Kreisen, führen wir diese Diskussion, und die ist ja überhaupt noch nicht wirklich ansatzweise mit der anderen Grundfrage, wie organisiert sich die Gesellschaft, verbunden worden bisher. Nicht ausreichend oder in ganz kleinen Zirkeln. Und es wäre euch zu empfehlen, hier zum Beispiel, dass wir so eine Diskussion hier führen. Zum Beispiel Thema, das Geld im Zusammenhang mit einer anderen Organisation des Zusammenlebens. Total klasse Frage. Viele, viele offene Fragen. Da reingehen, wäre ich hundertprozentig dafür. Wir haben Leute, die sich damit beschäftigen. Die können uns was erzählen. Ja? Wir haben andere und so weiter und so weiter. Das finde ich eine ganz wichtige Frage. Ja, aber vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, was Sie meinen, Geld als Kommunikationsmittel. Ja. Ich sage mit dem Grundeinkommen, mit dem Sachen bin ich auch natürlich sehr beschäftigt, aber ich sehe das immer nur als Übergang zu einer Gesellschaft ohne Geld. Ich kann es nicht anders sehen. Ja, das halte ich für sehr verkürzt. Okay, das halte ich für sehr verkürzt.
Ich habe ja da auch ein Buch liegen da, Grundeinkommen als Sprungbrett in eine integrierte Gesellschaft. Ich habe das deswegen so genannt, weil für mich das Grundeinkommen als solches keine Lösung ist. Sondern für mich ist das Grundeinkommen nur ein Ansatz, um eine andere Struktur, einen anderen Organismus der Gesellschaft zu diskutieren. Und wenn wir miteinander kooperativ arbeiten, dann können wir uns auch gegenseitig ein Grundeinkommen organisieren. Dann können wir eine solche Gesellschaft organisieren. Wenn wir aber keine Gesellschaft der kooperativen Arbeitsstrukturen haben, sondern diese Gesellschaft, diese kapitalistische, dann ist Grundeinkommen einfach nur Gießkannenprinzip. Ja? Dann ist das einfach nur ein Versorgungselement, aber das ändert nichts an den gesellschaftlichen Verhältnissen der Ausbeutung und der Kontrolle. Da muss man sehr, meiner Meinung nach sehr tief reinsteigen, um da nicht an den Oberflächen hängen zu bleiben. Ich habe in den letzten Jahren natürlich ganz viele Diskussionen mitgekriegt, wo Grundeinkommen so verstanden wird, dass wir alle was kriegen. Okay, aber unter welchen Bedingungen kann das verwirklicht werden? Das wird dann nicht diskutiert. Das fehlt dann. Und da ist es für mich einfach zu platt. Das finde ich platt. So kann die Gesellschaft nicht existieren, weil irgendjemand muss ja die Reichtümer auch erarbeiten. Geht ja nicht anders. Das heißt, die Arbeit ist letzten Endes das Miteinanderarbeiten, das Miteinanderumsetzen von Stoff in Bewegung, von Stoff in Ernährung, von Stoff in Austauschmöglichkeiten, Stoff in Kommunikationsmöglichkeiten, in Geld und so weiter. Dieser Prozess muss ja erstmal stattfinden, bevor da was verteilt werden kann. Deswegen denke ich, dass die Frage der Arbeitsorganisation im Zentrum steht. Ja, als Hengst des Grundeinkommens möchte ich natürlich sagen, wenn es Grundeinkommen gibt, kann man nicht mehr diese Ausbeutungsverhältnisse haben, wenn das Grundeinkommen so hoch ist, dann fängt die, dass man nicht mehr erpresst werden kann und dann fangen automatisch Kooperationen an, weil die Arbeitgeber nur noch fragen können, hier ist ein geiles Projekt, wer macht mit? Man kann nicht mehr sagen, hier, Jobcenter, hier schickt mir mal die Leute, sondern dann, und dann fängt das halt an. Also, darum sage ich ja, als Schritt in, genau. Als Schritt in, als Weg, dass, wenn ich nach Russland komme zum Beispiel, um es mal so zu formulieren, wenn ich nach Russland komme oder den Menschen, die hier in der Ukraine jetzt das erleben und das von denen, was von Grundeinkommen erziele, ja, die gucken mich an wie ein Auto. Was erzählst du uns da? So, also, das heißt, mit denen muss man erstmal über die Grundelemente des Überlebens miteinander sprechen und so weiter und so weiter. Und ich denke, man muss sich bei der Grundeinkommensdiskussion auch darüber im Klaren sein, dass wir doch hier im Paradies leben und hier in Deutschland im Paradies leben, in einem relativen Paradies und dass man da auch vieles zu verteilen hat. Aber es gibt andere Gegenden in der Welt, wo man gar nichts zu verteilen hat, wenn man sich nicht anders organisiert miteinander. Das heißt, da wird das viel klarer, dass die Solidarität im Vordergrund steht, das Füreinander arbeiten. Und arbeiten, dabei die Betonung liegt auf Arbeiten, dass man erstmal was schaffen muss, was man dann miteinander teilt. Und das ist die Frage des Teilens miteinander. Und dass das im Mittelgrund steht, Vordergrund steht. Okay. Ich wollte mal fragen, es steht ein ganz anderes Verständnis, muss man mit dem Begriff Arbeiten nicht erstmal neu definieren, dass Sie das, was Sie jetzt sagen, das finde ich Ausbeutung, das mit. Verstehe relativ schwierig. Also Arbeit ist für mich. Ein menschliches Grundbedürfnis, das ist eines der ersten individuellen Grundbedürfnisse und das, was wir jetzt hier erleben, was uns eine kapitalistische Ordnung vorschreibt, ist ein fremddiktiertes Diktat von Ausbeutung. Und so wie das jetzt eben auch im SGB II so als Diktat auch formuliert ist und ich kann mich einfach nicht damit anfreunden, dass man das jetzt einfach als gegeben sieht, dass man eben für Geld, also wie man das auch sagt, diese Manipulation des Begriffs Erwerbsarbeit, den man da hier eigentlich vor die Ausbeutung schiebt, um das eben so ein bisschen wegzudrücken, dass es eigentlich nur fremdgekehrte Ausbeutung ist. Und damit habe ich halt ein Problem. Und ich denke schon, wenn man den Grundbegriff als menschliches Bedürfnis, als Arbeit wieder so sieht, dass man eben aus seiner Arbeit, also man macht ja eigentlich was, Arbeit geht für mich,
der Sicherung des zukünftigen Lebens. Also das, was ich wirklich direkt für mich tue, das ist für mich Arbeit. Das hat nichts mit Geld oder mit irgendeiner Bezahlung zu tun, sondern das ist mein Bedürfnis, mein Leben bzw. die Natur als solche zu erhalten, weil wir uns eben im Bereich der Natur nicht irgendwo abtrennen können. Ja? Und das, was im SGB II auch definiert ist, das ist die pure Ausbeutung, also das ist die Zerstörung von Mensch und Natur, die uns vorauf diktiert wird, die uns befohlen wird, die uns eigentlich an den Rettelstab bringt als Mensch. Und da muss ich sagen, also wenn das ist eigentlich mein Verständnis, also diese Selbstverwirklichung, das ist eigentlich das, was jeder Mensch den Sinn des Lebens zu verstehen anstrebt. Diese Einheit von Denken und Handeln wird durch dieses Diktat der Ausbeutung wird vollkommen inhaltlich zertrennt. Also jemand, der praktisch nicht mehr erfährt, dass er sein Denken umsetzen kann in das, was er tut, der hat auch gar keine Beziehung mehr, der lebt eigentlich nicht mehr, der ist eigentlich nur ein wandelndes Blatt und der Willkür von irgendjemandem ausgesetzt. Und zu dem Bewusstsein zu kommen, dass eben meine Arbeit, die ich wirklich tue, mir dienen soll, zu dem Bewusstsein müssen wir wiederkommen. Und das meine ich eigentlich, das ist der Begriff von Arbeit. Und wenn man diesen Bewusstseinsstand den Menschen beibringen könnte, was er eigentlich tut, dass es zum Nutzen von Mensch und Natur sein muss, dann hätten wir schon sehr viel gefunden. Ja. Und das umzusetzen, das gilt, glaube ich, irgendwo. Und das ist für mich bedeutungsvoll. Also das hat jetzt nicht mit dieser Angst oder sonst irgendwas zu tun, sondern es ist einfach das, was so hintergründig ist, der Sinn des Lebens. Ja. Ja, das ist ja wirklich sehr weitgreifend, was du da jetzt erzählst. Und ich denke, die meisten werden dir hier zustimmen, mehr oder weniger, dass man natürlich diesen Begriff von Arbeit, dem wir heute ausgesetzt sind, auf jeden Fall überwinden muss. Und da hast du auch meine Zustimmung, was diesen Punkt betrifft. Arbeit als Pflicht und so weiter und so weiter und so weiter, als Recht auf Arbeit, diese ganzen Geschichten, die uns heute erzählt werden. Aber, da kommt ein ganz dickes Aber von meiner Seite. Ich denke, du hast da sehr typisch gesprochen aus der Situation des individualisierten Europäers. Der sagt, ich arbeite für mich. Ich arbeite für mich, um mich zu erhalten. Das ist sicher richtig und richtig notwendig, dass man von diesem Zwang befreit wird. Aber ich gehe mit dem, was ich vorhin gesagt habe, einen Schritt weiter. Ich denke, das ist richtig, das ist wichtig, aber ich benutze die Formulierung Selbstorganisation in kooperativer Gemeinschaft. Das geht über die jetzige Gesellschaft hinaus. Das ist der nächste Schritt sozusagen. Natürlich muss man sich von dem jetzigen Zwang befreien. Ich muss mich befreien, ja. Aber ich muss mich nicht nur für mich befreien, sondern bitte für uns, für unseren kooperativen, in einem kooperativen Prozess. Ich kann als Individuum nur im kooperativen Prozess Mensch werden und nicht, indem ich nur für mich selber sorge. Und das ist nur die Kehrseite der Medaille des kapitalistischen Produzierens, die es nur für sich selbst sorgen wollen. Ja? In Wirklichkeit geht es um einen ganz anderen Schritt. Es geht um den Schritt, miteinander zum gegenseitigen Nutzen etwas zu arbeiten. Und dadurch bekommt der Arbeitsbegriff in der Tat einen anderen Charakter. Dadurch verliert er seinen Zwangscharakter, dass wir miteinander diese Arbeit zum gegenseitigen Nutzen organisieren. Das ist ein langer, komplizierter Prozess, aber es ist ein anderer Prozess, als wenn ich gekauft werde, um zu arbeiten. Und damit ich überhaupt noch als Mensch überleben kann, sage ich, muss aber für mich sorgen. Ne? Das ist die nächste zu erreichende, anzuvisierende Stufe. Davon habe ich gesprochen. Darf ich um was bitten? Wir haben jetzt 10:10, dass wir jetzt gewissermaßen auch ans Ende denken. Jetzt haben sich noch zwei Leute gemeldet, dass ich die zwei noch zulasse. Dass ihr aber ganz kurze Fragen stellt. Also jetzt keine. Ja, so. Also.
wüsste gerne, was daran hängen wird. Eigentlich, es geht ja darum, also den sozialen Aspekt zu fühlen. Wenn man arbeitet, dann geht man in einen Prozess mit anderen Menschen gemeinsam an einem Thema zu arbeiten. So, es hat sich ein Problem vielleicht abgetan und an dem arbeitet man, um es zu überwinden. Ja? Also diese Gruppendynamik zu spüren und so zu lernen, dass der Mensch auf vielen Ebenen mit Problematiken umgeht und sie wieder überwinden kann und den Fluss des Eigentlichen, dem eigentlichen Ziel entgegenzugehen weiter. Also es geht nicht nur darum, selbst arbeiten, um mich zu erhalten, sondern es geht um diesen sozialen Aspekt vielleicht zu erlernen und mehr Verständnis für Leben zu erfahren. Also es geht in erster Linie darum, etwas erfahren zu dürfen, einen Zustand. Und der ist uns sehr entfremdet worden auf jeden Fall. Und jetzt in diesem Fall, wenn Sie sagen, Kooperativen, und das in die Gemeinschaftsebene zu heben, dann ist es bestimmt wichtig, weil genau darum geht es, dort kann man es erleben. Das sind immer gewesen von der Arbeit. Wenn man es jetzt dort hat, ist halt im Moment vielleicht die Gefahr, dass man sich dann wieder wenden lässt. Und wie hinterfragt man dann, bevor man sich blenden lässt davon, dass man dann wieder in demselben Prozess ist und wieder nur für diese Gruppe arbeitet und nicht diese Gruppe zu mehr organischen Tun plötzlich kommt oder mehr versteht, was eigentlich passiert und dass es nicht nur einfach physische Zusammenhänge sind, die da abgespult werden, sondern dass einfach. Ich darf dir verraten, dass ich an diesem Punkt also ganz empfindlich bin, genau wie du. Und zwar nicht nur subjektiv, sondern aufgrund unserer historischen Erfahrung mit dem Faschismus. Das ist doch klar. Die Zwangskollektivierung, die der Faschismus uns beschert hat, oder auch die Zwangskollektivierung, die der sogenannte Sozialismus den Menschen beschert hat, das sind ja historische Erfahrungen, die wir hinter uns haben. Ne? Und da will keiner wieder rein. Also da sei Gott vor oder Marx oder wer immer, dass wir wieder in sowas reinfallen. Ja? Deshalb benutze ich die Formulierung, und mehr kann ich ja nicht machen, also erstmal selber zu denken. Ich benutze die Formulierung der Selbstorganisation in kooperativer Gemeinschaft. Das ist ein widersprüchlicher Prozess, der ist nicht aus der Welt zu schaffen. Der hat diese Pole. Und in diesen Polen bewegt sich ein lebendiger Prozess. Da muss man einfach immer Pflicht sein, immer da sein. Und das ist das, was die Zukunft von uns fordert. Diesen lebendigen Prozess wieder in Gang zu setzen. Statt in diesen Vereinseitigungen zu verharren, die wir jetzt haben, die diesen entfremdenden und repressiven Charakter tragen. Und das ist ein Wagnis, auf das man sich einlassen muss. Ich meine, die Zukunft ist ja immer ein Wagnis, oder? So gesehen. Okay? Ich wollte nur das Wort Selbstzweck machen, wenn wir Fehler. Damit dieser Prozess, den Sie jetzt beschrieben haben, nicht zum Selbstzweck wird und sich dadurch dann. Okay. Weil dann sind wir wieder bei unserem momentan stehengebliebenen Arbeitsbild. Richtig. Ich würde einfach nur anregen, dass wir dieses Gespräch, weil ich könnte jetzt auch ganz viel dazu fragen, weil ich auch an diesem Thema dran bin, dass wir das einfach zum nächsten Termin fortsetzen. Ja. Ich halte es für ziemlich zentral, gerade für die Ukraine, für uns, damit wir aus dieser Gefangenheit auch rauskommen, ja, in dieser kapitalistischen Ordnung. Und vielleicht nur den Hinweis, ich arbeite gerade am Wirtschaftskonvent im Rahmen der BWÖ, an diesen Fragen waren die sehr strittig sind, aber vielleicht kann man das zu einem späteren Zeitpunkt noch bearbeiten. Okay. Ich wäre bereit dazu. Super. Also ich danke euch nochmal für die Einladung. Ich danke, dass du gekommen bist. Vor mir steht ein gigantisches Problem. Also nicht, was wir tun können, sondern was auch auf uns zukommt durch diesen Zerfall der Weltordnung und so weiter und so fort. Also ich habe ganz eigentümliche Empfindungen, wenn ich heute hier rausgehe. Das ist die Geschichte. Ich möchte daran erinnern, dass in einer Woche am Donnerstag in der Spanheimstraße 11 eine Nachbesprechung stattfindet, weil das hier eine Form von Substanzbildung sein soll. Und Wiederholung tut immer gut und die Dinge weiterdenken erst richtig, dadurch individualisiert man sie. Ich hoffe, dass wir frühzeitig den Film noch hochkriegen, sodass man sich den auch mal angucken kann. Das ist unsere Technik in diesem Zusammenhang und ich danke total
auch dass ihr da wart und dass so viele Helfer auch wieder da waren mit Aufbau und Abbau und überhaupt. Ja, und damit enden wir heute den wunderschönen Abend.